Oh, ich bin spät dran. Hey, hi, hörst du Grüß. mich? Ich höre dich gut. Und Super. Sepp? Bin ich zu Super, ich hören? habe einen Kaffee, ich komme gleich. Okay. So. Hey, hallo. Grüß dich. Toll, klappt das? Ja, es klappt. Mach hier noch was anderes oder was? Genau. Bisschen weniger Licht. Steffen, jetzt hat mir gerade noch Bashar das Video gezeigt vom UN-Generalsekretär. Hast du den gesehen? Nein, ich habe es noch nicht gesehen. Also ich habe nur mal schnell überflogen, weil ich habe deinen Post gesehen. Ja. Eine Flut, was hat er gesagt? Wir haben eine Epidemie an Missinformation, ja. Misinfodemic. Misinfodemic. Und die müssen wir genauso bekämpfen, wie wir das machen. Oh, ja, ich finde es im Moment wirklich super krass. Ja, Also, schau mal. das Ja? erinnert so an Rattenflöhe und Ratten, gell? Ja, und in dieser ganzen Sperrdiskussion, die ich jetzt hatte bei oder immer noch habe bei Wikipedia, also ist ja dann immer wieder dieser Ausdruck gekommen, Toxic User. Ja, das kommt schon von Jimbo her, von Jimmy Wales, dem Gründer von Wikipedia. Der nutzt das eigentlich schon seit 20, also dieses toxisch sein, giftig sein, ansteckend sein, das finde ich schon unglaublich spannend. Und dass das mitten in einer aufgeklärten, liberalen Gesellschaft, die immer von die offene Gesellschaft und die Feinde der offenen Gesellschaft so redet. Ne? Und dann hast du plötzlich solche Begrifflichkeiten drin von Lügen und all dem Zeugs. Oder denkst, oh verdammt nochmal, ich dachte, wir hätten die Hexenjagd irgendwie mal. Hatten wir da Ja, nun, nicht. aber wenn ich dir zugehört habe, in der letzten Zeit warst du ja auch nicht so zufrieden mit der Gesellschaft, wie sie bisher war. Ja, Also ich sicherlich. spüre mal so einerseits ein bisschen Wehmut, dass da jetzt einiges vielleicht vorbei ist durch die Krise und andererseits aber auch sehr viel Freude an dem Umstand, dass wir diese Krise haben und dass es vielleicht oder eine Tür aufmacht in eine neue Zeit. Also das Ja, spüre ich bei also dir mal das. beide so ein bisschen. Ja, absolut. Also ich fand das so schön, das hat ja Heiko Kleve da in einem Facebook-Post gebracht von Aris von Schlippe, dass er da diese vier Positionen aufgezählt hat. Und dann war es für mich natürlich völlig klar, ja, ich bin, also nicht, weil ich weise bin, aber in der Position 1 stehe ich natürlich. Also, dass ich sage, ja, verdammt nochmal, wir haben doch seit 100 Jahren als Deutschsprachige eine Last mit uns herumzutragen, wo wir sagen, ja, diese moderne Gesellschaft, ja. Wir haben da ein paar Probleme und gröberer Art. Ne? Ja, wahrscheinlich bin ich eher Position 3 im Moment, nicht? Also ich fühle mich ein bisschen in der Position, dass ich erschrocken bin. Es ist wieder mal eine Zeit, wo die Liberalen die Konservativen zu sein scheinen und das sind immer ziemlich gefährliche Zeiten. Wenn die Liberalen, die Konservativen, ja, sind denn die, woran erkennst du denn die Liberalen? Ja, Leute, die Freiheit noch verteidigen und aber diese Haltung ist ja schon toxisch, nicht? Wenn man auch nur in die Ja. Nähe des Gedanken kommt, dass die Freiheit vielleicht ein Wert ist, der ebenso groß ist wie das Leben, dann wird es gefährlich im Ja, Moment. sehr schön. Ja. Also das haben wir ja im Moment mit der NZZ, ne? Also wo es dann plötzlich das AfD-Blatt ist und so. Also Ja. da wird dann alles so geschüttelt und gerüttelt, dass es einfach irgendwie ins Schema passt. Steffen. Yes, wir Ich fangen freue an, mich oder? so, ja. Ja. Was habe ich gesagt? Ich möchte unbedingt, dass du damit anfängst. Aber dann hast du ja schon Einträge gemacht. Also du hast dir auch Überlegungen gemacht, was du gerne machen. Aber ich möchte dich natürlich sehr bitten, kannst du mir noch einmal erklären, was du damals gesehen hast? Du hast es dann übernommen Ja, wir haben es in genau hier. ein Paper von dir.
Machst du es mir größer, bitte? Nochmal die Bildunterzeile. Es ist so, es ist wieder so langsam, das Netz, gell? Das ist kein Problem. Was haben wir hier? Genau, das Lamm Gottes, den Dürerhasen und Schrödingers Katze, nicht? Die hattest du ja aufgestellt, also es ist eigentlich dein Bild, das muss man dazu sagen. Ja, aber ich habe doch nicht an Schrödinger gedacht, ich habe mich so gefreut über diese, für mich war es einfach die Social-Media-Katze. Aber Schrödinger ist natürlich viel geiler. Das ist ja völlig weil es zum Computer passt, es steht ja förmlich auf dem Computer und dann dachte ich, das ist Schrödingers Katze und ja, eben dieses ganze Spiel mit der Ungewissheit und dem Möglichkeitsraum, den sie einem eröffnet, nicht? Eben Dürerhase, eben Renaissance-Buchdruck und das Lamm Gottes, ne? Aus der Offenbarung oder im Zusammenhang mit der Offenbarung der Heiligen Schrift und so weiter. Mhm. Ja, bei Sprache hast du nichts. Was wäre das denn? Was wäre das denn, ja? Ja, was mich damals eben fasziniert hat, ist dieser Gedanke, der natürlich auch ketzerisch ist aus der systemtheoretischen Perspektive, aber diese Frage, haben die einzelnen Epochen, um die es hier geht, vielleicht auch eine Prävalenz für bestimmte Funktionssysteme? Nicht, du sagst, die Schriftgesellschaften, die waren religiös orientiert und dann beim Buchdruck kommt die Kunst ins Spiel. Ich meine, das kann man alles natürlich angreifen, vielleicht auch weg. Kann man wegdiskutieren, eben, da könnte man andere Begriffe reinsetzen, vielleicht müsste man alle reinsetzen. Ist eben auch die Frage, ob man die funktionale Differenzierung im Rückblick in die Vergangenheit drücken kann, in der Vergangenheit, wo sie eben die Rolle noch nicht gespielt hat, die wir heute haben. Aber ich fand, diesen großen Wurf eben, die Ambition dahinter, die hat mich fasziniert. Ja, deswegen haben wir das aufgenommen. Ja. Aber deshalb, aber das habe ich ja alles von eurer Literatur. Ich verstehe ja das alles gar nicht. Das wird ja offensichtlich, wenn ich mit Dirk Becker rede, mit Maren Lehmann rede, mit Heiko Kleber und jetzt auch gleich mit dir, verdammt nochmal. Ich verstehe es ja eben, also ich nutze es ja völlig anders. Das ist ja von euch. Und der obere Teil übrigens, der ist von Adrian Notz. Mhm. Der war Direktor des Cabaret Voltaire, der Vorgänger von Metamythos, welcher ja Rebell TV kuratiert hat. Also der obere Teil, Magie, Religion, Kunst und Dada, das hat Adrian Notz gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Adrian, wir haben da so ein bisschen mehr Literatur als jetzt eine spontane Idee und habe ihm das unten rein gemacht. Und die Figürchen, die liebe ich halt, weil ich da so viele Kinder habe, die am Schaufenster vorbeigehen, dann stelle ich immer so. Das habe ich ja von euch. Das habe ich ja, das ist ja gar nicht von mir. Das ist ja aus eurer Literatur. Ja, genau. Wo soll es hinführen? Was, sag mir noch das Tier, ja, welches Tier steht für Sprache? Keine Ahnung, Papagei vielleicht. Würde zu Imitation passen und der Art, wie wir Sprache lernen. Papagei, also gut. Ja, was immer. Ich meine, das war ein schneller. Also ja, ein nee, aber Papagei, weil Imitation, ja. Ich meine, am Anfang imitieren wir ja, ohne zu wissen, was wir da eigentlich tun, nicht? Ja. Wenn wir mal so entwicklungspsychologisch rangehen. Mhm. Also Papagei, ich hole den heute Nachmittag, okay? Danke dir. Gut, und dann vielleicht, und dann komm, dann schaue ich auf deine Einträge, die du gemacht hast. Aber lass mich das noch, weil das hat mich schon gestern noch einmal mit Maren sehr beschäftigt. Mhm. Vorher mit Heiko und Dirk. Vielleicht einfach die Frage, wozu nutzt du diese vier Unterscheidung. Was machst du mit denen? Ja, das kann ich dir besser erklären, wenn wir dann auf die Tabellen gucken. Ich bin natürlich jetzt, Marin hat gestern gesagt, angesichts der Krise fahren wir alle unser Programm ab, nicht? Das stimmt natürlich auch für mich und ich bin tatsächlich jemand, der viel mit funktionaler Differenzierung arbeitet. Das ist so mein Ding. Aber man hat natürlich auch die anderen Differenzierungen oder Differenzierungstypen im Blick. Und für mich ist es zum Beispiel eben auch relevant im Kontext von dieser ganzen Big Data-Diskussion, weil wenn dieses Big Data wirklich das weiße Rauschen erzeugt, ja, dann kommen wir durch Big Data in so eine Situation, die
ein bisschen wie dieser Unmarked-State ist, den Spencer Brown eben als Grundlage nimmt für seine ja, Laws of Form eben. Und in dem Moment wird es dann interessant, ja, also welche Formen drücke ich dann in den Unmarked Space oder welche entstehen aus diesem Space heraus. Und dann eben, dann kommen die Differenzierungsformen natürlich spätestens dann ins Spiel, wenn wir uns über Gesellschaft Gedanken machen. Also genau so brauche ich es ja, also dass ich sage, okay, wir sind offenbar spätestens über die Postmoderne, ja. Aber du guckst dir ja nicht die Differenzierungsformen im engeren Sinne an, sondern die Verbreitungsmedien, nicht? Das ist eine Antwort auf eine andere Frage. Also Sprache, Schrift und so weiter, das sind die Dissemination Media, die Verbreitungsmedien eben. Und die Funktionssysteme? Ja, die sind eine spezielle Differenzierungsform. Aber ich hätte gesagt, also, es ist eine Unterkategorie von den Verbreitungsmedien, oder nicht? Nein, das sind einfach, die stehen fast orthogonal, könnte man sagen. Oder also ich weiß noch nicht, ob definitiv entschieden ist, wie die zueinander stehen, aber das sind auf jeden Fall sehr, es ist, wie ich gesagt habe, das ist eine Antwort oder es sind Antworten auf unterschiedliche Fragen. Ja, also ich glaube, das ist genau. Also Sprache ist jetzt keine, das ist keine gesellschaftliche Form. Sondern, oder also vielleicht die einfachste oder schnellste Art, das zu unterscheiden, ist, im einen Fall sprechen wir von Formen und im anderen von Medien. Ja, sehr schön. Wobei man damit auch immer natürlich noch jonglieren kann, aber. Also ich habe auf jeden Fall den Eindruck, was mich fasziniert, ist diese biopsychosoziale Denkfigur, also dass ich nicht mehr zwischen Welt, also meinen Körper nicht von der Welt und also oder, nein, sage ich es anders, Körper und Geist unterscheide, was zwei offensichtliche, jedes Kind versteht diesen Unterschied, also mein Körper in dieser Welt etc. Und Geist, keine Ahnung, was das ist, Gedanken, Gefühle, die materialisieren sich so einfach nicht, also dass wir vorher so diese Trennung hatten. Und dass ich jetzt eine andere Trennung mache, biopsychosozial, wo jetzt plötzlich dieser Körper nicht mehr, also so in drei verschiedenen Varianten am Auftauchen ist, das finde ich ziemlich spannend. Also dann hätte ich gesagt, also wir sind aus einer Gesellschaft herausgefallen, die wir jetzt beschreiben können, weil wir nicht mehr drin baden und wir nennen sie einmal Buchdruck. Und dann machen wir noch diese zwei anderen zurück, eine Schriftkultur, eine Sprachkultur. Wir tun so, es tut so fast ein bisschen historisch oder so etwas, aber es ist ja eigentlich nur eine Variante, einen Unterschied zu generieren, um dann eben einen Unmarked Space, also hier jetzt Computer oder eben Next Society, zu sagen, weil wir über den noch nichts wissen. Ja, du scheinst ja schon ziemlich viel darüber zu wissen, nicht? Ja. Du drückst den Netzwerkbegriff da ganz stark rein. Wo Marin gestern schon nicht ganz einverstanden war, wo ich definitiv auch nicht sehr einverstanden bin mit, weil ich Netzwerk in eine viel frühere Epoche drücken würde. Also für mich, der Netzwerkbegriff, der hängt, wenn du genau diese Abbildung zugrunde legst, dann sehe ich den Netzwerkbegriff viel mehr in diesem Zeitalter, das definiert war durch Zentralisierung oder Zentrum und Peripherie. Differenzierung. Da ist wichtig, ob du der zentrale Knoten im Netzwerk bist. Da ist wichtig, ob du peripher bist oder welche Handels- oder sonstige Informationsbeziehungen du eben hast zum Zentrum im Hinblick aufs Zentrum und. Ja. Da kann sich's auch, was du zu genießen scheinst, da können sich Dinge überlappen, nicht? Es gibt wunderbare Arbeiten zur Piraterie. Und dass sich die Piraten eben immer quasi an den Schnittpunkten der Empires niedergelassen haben, weil sie von da aus schnell, also weil zum einen da eben die Kontrolle des Empires nicht so groß war, da gab es dann also quasi Räume, in denen man diese Aktivität überhaupt ausüben konnte oder sichere Häfen für Piraten. Ja. Ja, und oft waren das eben genau die Bereiche, wo nicht klar war, ist das jetzt das Osmanische Reich oder irgendein europäisches oder.
Also ich denke, dass diese Idee in Netzwerken zu denken und auch in Überlappungen zu denken, dass das eigentlich eine ziemlich alte Geschichte ist. Also Ernst-Peter Fischer hätte natürlich jetzt Wolfgang Pauli zitiert und hätte gesagt, ja, das Neue ist halt eben sowieso immer das Ältere. Also das ist ein bisschen esoterisch vielleicht, aber was eben deshalb Na habe ich gut, ja vorgesehen. aber mit Verlaub, das könnten wir auf alle diese Differenzierungsformen loslassen, alle vor der aktuellen funktionalen Differenzierung. Dann kannst du auch sagen, die Hierarchie ist das Neue, dass das Ältere ist oder umgekehrt. Selbstverständlich. Also ich hätte Naja. einfach gesagt, wenn du etwas Neues entdeckst, wirst du entdecken, dass es schon entdeckt war. Ja, die Frage ist ja nur, warum du jetzt denkst, dass diese doch relativ alte Differenzierungsform, die eigentlich auch durch die Moderne, wenn nicht überwunden ist, so doch bekämpft wird. Das Netzwerk, ich meine, das ist ja auch der Kampf gegen die Mafia, ne? Der Nationalstaat, der gegen die mafiösen Netzwerke kämpft. Auch das ist eine alte Geschichte in dem Sinne. Also ich sehe eben nicht, dass uns das Netzwerk jetzt den Weg in die Zukunft bereitet, weil es eigentlich schon gut etabliert war, bevor der Computer überhaupt eine Rolle gespielt hat. Ja gut, aber der Hyperlink, welchen ich eigentlich so seit 3 Jahrzehnten als mein Elixier mit mir herumschleppe, hätte ich natürlich gesagt, der Hyperlink ist natürlich gerade da zum Symbol geworden, wie er halt eben diese Hierarchien auch von Netzwerken zu unterlaufen vermag. Eine Hierarchie von Netzwerken. Die Hierarchie in Netzwerken. Aha. Also wenn du jetzt Mafia, also wenn du jetzt Mafia mit Netzwerk gleichsetzt. Nein, ich sage, es ist ein Beispiel, oder es wurde oft so thematisiert, nicht? Mafiöse Netzwerke und so. Ja, genau. Aber das zeigt ja eher ein Problem unserer Sprache und dass diese gleichen Zeichenketten so ambig oder so unterschiedlich oder so Gegensätzliches teilweise fast bezeichnen können. Wenn wir heute jetzt eben an Big Data denken, dann ist natürlich eine Mafia ein lächerliches Teil dagegen, weil die Größe des digitalen Netzwerkes natürlich absolut grandios ist, oder nicht? Jetzt halt die Frage, wofür benutzen wir den Netzwerkbegriff? Also ich meine, geht es da darum, ich meine, Anschluss allein macht ja noch kein Netzwerk. Anschluss hast du in all diesen, hast du immer, wenn Kommunikation im Spiel ist, das hast du in jedem, in oder mit jeder dieser Differenzierungsformen, kannst du über Anschlüsse reden. Zahlung schließt an Zahlung an und so weiter und so fort. Also der Link an sich, der führt uns noch nicht zum Denken in Netzwerken. Ich denke, da ist dann noch die Frage, deswegen bestehe ich eben drauf oder würde ich das in die Richtung Zentrum-Peripherie-Differenzierung packen? Netzwerke beobachten wir dann, wenn wir eben zentrale Knoten haben und die von weniger zentralen Knoten unterscheiden können und strukturelle Löcher identifizieren können und so weiter und so fort. Also, ja, sag das nochmal, das ist interessant. Also, das verstehe ich noch nicht. Also, was zeichnet das Netzwerk aus? Verbindung allein ist es noch nicht. Nein, Verbindung allein, weil das ist ja das Grundprinzip also von Kommunikation, dass sie nur als Operation, nur im Anschluss überhaupt existiert oder vollzogen wird. Also Kommunikation ist ja schon ein Link. Ja, und so kann man den Netzwerkbegriff jetzt nicht mit dem Link schon aus oder erschöpfend definieren. Richtig, schön. Und dann wäre eben für dich dann wäre die Frage, wie definierst du Netzwerk, wenn es über den Link hinausgeht? Was unterscheidet das Netzwerk von anderen Formen, Der Verbindung. Kommunikationsformen? Nein, aber die Verbindung ist ja die ist konstitutiv für alle Formen von Kommunikation. Ja. Also die Verbindung allein ist nicht die Antwort auf, was das Netzwerk speziell macht. Überredet. Oh Gott, ja, das ist super. Ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Also, Musst du das Problem lösen oder stellt sich das Problem dir gar nicht? für mich sind Netzwerke nicht so wichtig, ne?
Also ich habe das eine Zeit lang gemacht. Das war ganz am Anfang meiner sogenannten Karriere, dass ich Netzwerkforschung betrieben habe. Ich fand das recht spannend. Da kann man sich viel rausnehmen, aber das ist nicht meine dominante oder bevorzugte Perspektive auf Gesellschaft. Was wäre deine bevorzugte Perspektive? Also ich spiele sehr stark dieses Spiel mit der funktionalen Differenzierung eben. Ja. Und für mich ist immer der Schnittpunkt wirklich funktionale Differenzierung und Stratifikation interessant. Also inwieweit hilft uns funktionale Differenzierung oder nein, anders. Was ist die Beziehung von Hierarchie und funktionaler Differenzierung? Oder auch in einer anderen Variante, was ist die Beziehung von Moral und funktionaler Differenzierung? Das finde ich sehr spannend. Oh Gott, wie ist jetzt die Moral dahergekommen? Ja, die Moral funktioniert ja nicht ohne Stratifikation. Echt? Ja, das ist eine Form zu stratifizieren. Du nimmst den Code gut, schlecht und was kannst du daraus bauen? Dann kannst du noch besser, dann kannst du Pyramiden aus höheren Werten und weniger hohen Werten und so weiter bauen. Aber woher beziehen sich dann diese Werte? Das ist recht beliebig. Ja, eben. Also das Aber ist es wird nicht, wahrscheinlich. aber es muss natürlich absolut gesetzt werden. Also ich meine, früher war das recht einfach. Da hattest du halt ein Buch und alles, was in diesem Buch stand, war wichtig und alles, was nicht in diesem Buch stand, war unwichtig. Und auch in dem Buch war relativ klar geklärt, was wichtiger war als anderes, was in dem Buch war. Und das war dann auf Gott bezogen oder eine andere Instanz, einen höchsten Wert oder ein höchstes Wesen. Und dann konnte man alles recht gut deduzieren. Da hatte man Wertpyramiden. Wobei ich gesagt hätte, das war natürlich eine Form von Legitimation, dass man gesagt hat mit dem Buch oder so konnte es angegriffen werden. Eben dann sind wir bei meinem Lieblingsthema mit Sola Scriptura, ne, wo es dann einfach geheißen hat, also gut, wir haben jetzt das Buch auch gelesen, wir können jetzt auch Griechisch, wir können jetzt auch Latein, wir haben das Teil jetzt mal gelesen und da steht auch noch ganz anderes Zeugs drin und also so einfach war es ja dann eben gerade nicht, dass sie gesagt haben, es stand im Buch, es steht geschrieben. Abgesehen davon haben ja diese Klosterschulen, ja die ganzen altgriechischen und weiß der Geier was für Traditionen gepflegt. Also es war ja mehr so, das Buch, die Metapher Buch war ja eigentlich nur eine Möglichkeit, einen Unterschied zu machen und zu sagen, du bist ungelehrt, du bist ungebildet. Nein, nein, es gab schon auch den klaren Hinweis, dass Dinge, die nicht im Buch stehen, auch wirklich nicht von Bedeutung sind. Also jetzt gibt es ja die Idee, dass das Christentum relativ körpervergessen ist und einige Autoren oder einige Denker führen das ja zurück auf das Fehlen von starken Körperbezügen im Korpus der Heiligen Schriften. Okay. Und das. Das, so sagt Also, man, hat sich dann irgendwann gerecht. Also, genau, also ich sage nur, mein ja. Steckenpferd ist die funktionale Differenzierung und eben auch die Schnittstelle zur Stratifikation. Und Stratifikation wäre dann, also wir haben Funktion und Stratifizierung ist was? Einfach das Denken in Schichten, Klassen, Kasten. Ja. Hierarchien aller Art. Ja. Also das Denken, der Umstand, dass diese Formen sozialer Differenzierung alles andere überlagern. Ja, also wenn du dran denkst, klar, es gab auch in der stratifizierten mittelalterlichen Gesellschaft noch Familien, das wurde ja nicht ausgelöscht, aber die waren ziemlich klar gerankt und dieses Ranking war entscheidend. Also ich meine, in der Familie war es ziemlich normal, dass die Älteren die Jüngeren bestrafen, wenn das notwendig war. Das galt auch in der Diese Familienlogik, die galt auch in der funktionalen, Quatsch, in der stratifizierten Gesellschaft des Mittelalters natürlich. Aber was definitiv nicht möglich war, dass ein älterer Bauer einen jüngeren Adeligen straft, das ging nicht. Ja, also diese alten segmentären Logiken, die galten nur innerhalb des Rahmens der Stratifikation. Und dieser stratifizierte Rahmen, der war einfach dominanter, der war wichtiger. Man musste erst schauen, gehört die Familie
zum Adel oder zum einfachen Volk oder wohin auch immer im Detail. Man musste erst das klären, bevor man wusste, wie man sich weiterhin verhalten kann. Und das würde dann eben eine stratifizierte Gesellschaft unterscheiden von einer zum Beispiel früheren Form. Aber eben, das sind ja, also wenn du so redest, sind ja das idealisierte Vorstellungen, die es vermutlich so nie also, gegeben hat. Oder? Also wenn wir wirklich das Beispiel nehmen, ein alter Bauer, der ärgert sich über einen jungen Adeligen, nimmt den Stock und schlägt den. Was passiert dem? Wieder da? Jetzt höre ich dich nicht. Jetzt. Okay. Genau. Also, wie gesagt, wenn ein alter Bauer einen jungen Adeligen schlägt, dann was denkst du passiert dem alten Bauer? Was passierte dem im Mittelalter? Der wurde den Kopf kürzer gemacht, nicht? Ja, klar. Also ich hätte natürlich mit Romeo und Julia geantwortet. Also das ist ja der ganze Stoff für Poesie, für dieses Thematisieren von sozialer Ungerechtigkeit, Ungleichheit und so weiter. Also, aber das ist ja dann schon der Übergang zur Neuzeit, ne? Also dass man dann da irgendwie durch die Literatur, dass man da durch Liebe, Kunst oder was auch immer versucht, rauszukommen aus diesem Korsett der stratifizierten Gesellschaft. Das sind schon moderne Probleme, nicht? Ja, klar. Also oder deshalb hätte ich natürlich gesagt, das ist für mich, also jetzt bin ich wieder bei dem, dass ich gesagt habe, das ist ja für mich gerade der Gewinn dieser vier Unterschiede, dass ich so Häufchen bilden kann. Ne? Dass ich zusammen. Bei der Tabelle, ich kenne sie ja schon von gestern, deswegen bin ich jetzt mal ein bisschen vorschnell. Da ist eben die Frage, also wofür brauchen wir das dann? Ja, genau das, was du jetzt gemacht hast. Also wer ist der Beobachter und was will er sehen, nicht? Das ist mir noch nicht ganz klar. Du möchtest diesen Dreiklang eben der psychischen, sozialen Figur da, das möchtest du irgendwie kreuztabellieren mit den Verbreitungsmedien. Und was passiert dann? Was passiert dann? Das ist dann die Transformation des Menschen. Weil ich meine, dieser Dreiklang, das ist ja der Ersatz in Luhmanns Werken und auch später, das ist ja im Prinzip das, was den Menschen abgelöst hat, den alten humanistischen Menschen. Ja, genau. Genau. Und du möchtest jetzt, also der humanistische Mensch ist nebenbei ja auch ein historisch kontingentes Konzept, das gab es nicht immer. Das war im Mittelalter nicht so eine zentrale Kategorie, nicht? Das war eher was davor und danach. Okay, und der soll jetzt durch die Zeit gedrückt werden oder ja, beobachtet genau. werden. Genau, und genau. Und entlang der Verbreitungsmedien, ja. Ganz genau. Also ich hätte gesagt, dass es ist für mich völlig klar, dass ich das an dieser Schwelle zwischen Buchdruck und Computer am Machen bin, weil ich aus Buchdruckkultur herausgefallen bin und noch keine Ahnung habe, was Next Society ist. Das habe ich nur so als Unmarked State mal gesagt. Okay, dort ist dann was. Aber ich möchte herausfinden, was es ist. Und jetzt kann ich natürlich hingehen und sagen, okay, soweit ich weiß, hatten diese Menschen immer einen Körper. Sie mussten immer irgendwie mit dieser Erfahrung machen, dass sie einen Körper haben, dass der eine einen schöneren Körper hat als der andere, dass der eine ein Mann ist und die andere eine Frau und keine Ahnung was. Und irgendwie mussten sie mit diesem Umstand irgendwie einen Umgang finden. Und wie haben sie das gemacht? Und jetzt mache ich dieses Spiel, dass ich, eben das habe ich jetzt versucht vorher zu betonen bei deinem Hinweis, zu sagen, ja natürlich hat es diese Stratifizierung gegeben, aber wir wissen natürlich auch, dass sich ein schönes Mädchen vom Königshof eben auch in einen feschen Bauernsohn hat verlieben können, kam nicht so gut raus etc. wurde und so weiter, ne? Aber wir vermuten, dass es eher ein Hin- und Hergehen war. Aber so auf meinem Blatt Papier kann ich das so schön machen und sagen, komm, jetzt machen wir Stratifizierung, pam, 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 und dann machen wir das an. Nein, da ging es nicht zu sagen. Die Frage ist halt, welchem Zweck es dienen soll.
Der Zweck ist, ich möchte herausfinden, ich bin Sozialarbeiter, ich brauche Orientierung, ich möchte wissen, worauf muss ich eigentlich schauen? Wo habe ich den Eindruck, arbeite ich eher im Modus Computer, sage ich jetzt mal, als im Modus Buchdruck, um jetzt diese Wörter zu nehmen. Mhm. Dann komme ich natürlich zu Zeug, dann bringe ich, also wann war das? Postheroisches Management, wann hat er das geschrieben, unser lieber Dirk? 94, ne? Also dieses davon ausgehen, dieses militärische Top-Down, und das kann es nicht mehr sein. Es wird was anderes sein. Und dann kommt aber schau, diese beiden Kategorien, die oszillieren halt so ein bisschen. Also das ist, ich denke nicht, dass man jetzt Stratifikation und Buchdruck direkt aufeinander packen kann. Ja. Das geht nicht, weil der Buchdruck ja ganz im Gegenteil sehr stark dazu beigetragen hat, dass Stratifikation überwunden wurde. Du hast Romeo und Julia ins Spiel gebracht, nicht? Also dieses Buch und diese Frage, diese Faszination, die der Leser hatte, warum, was zur Hölle hat diese beiden Menschen motiviert, ihre gesamte bürgerliche Existenz, würden wir heute sagen, damals ja adelige Existenz, aufs Spiel zu setzen für eine Nacht. Was ist da passiert? Es wird uns ja auch nicht berichtet, was passiert ist, nachdem Romeo da den Balkon erklommen hat. Man weiß es nicht, ne? Das kann sein, dass er Poesie vorgetragen hat, es kann sein, dass er zur Sache gegangen ist, was immer die Sache ist. Wir wissen es nicht. Nein, da kann sich jeder seins, vorstellen. Genau. Und diese Frage, was wäre es bei dir? Ja? Was wäre es bei dir, was dich motiviert, alles aufs Spiel zu setzen? Und alles aufs Spiel zu setzen, deinen Platz in der stratifizierten Gesellschaft. Die hatten gute Plätze in der stratifizierten Gesellschaft. Und die riskieren das alles für eine Nacht. Ich meine, was ist da los? Ja, das ist ein Beispiel, das ist eine Frage im Prinzip, das ist ein Meme, wie wir vielleicht sagen würden heute, das beigetragen hat, die stratifizierte Gesellschaft zu destabilisieren. Einen ganz bescheidenen Beitrag dazu geleistet hat. Es gibt tausend andere Entwicklungen in tausend anderen Gesellschaftsbereichen, die Ähnliches geleistet haben. Aber das fing ja alles an im Buchdruckzeitalter. Und von daher sehe ich diesen klaren Match zwischen Buchdruck und Hierarchie ganz und gar nicht. Also es gibt wunderbare... Ja? Es gibt wunderbare Arbeiten von Jean Ward, der hat gezeigt, wie die funktionale Differenzierung, die durch den Buchdruck ja notwendig wurde, die Hierarchie eben aufbricht und dass da Literatur, sei es selber produzierte Literatur in Form von Briefen, sei es eben die Literatur, wie wir sie aus dem Buchschrank oder Buchladen kennen, da lässt sich schon zeigen, wie das alles geholfen hat, oder geholfen ist falsch gesagt, wie das dazu beigetragen hat, eben aus der stratifizierten Gesellschaft in das Neue hineinzufallen, was wir dann eben als Moderne bezeichnen. Ja, genau. Also ich habe den Eindruck, ich komme dann dort von diesem 1986er Vortrag von Niklas Luhmann, wo er diesen Kommunikationsbegriff vorstellt, wo er dann sagt, wir wollen einen Kommunikationsbegriff haben, welcher eben gerade jede Bezugnahme zu Leben und Bewusstsein, also diese biopsychosoziale Denkfigur, vermeidend. Und dann haben wir das Soziale ist also das Austauschmedium ist dann Kommunikation. Und dann können wir sagen, da werden bestimmte Verbreitungsmedien, wie du sagst, dominant. Und was ich einfach sehr hübsch finde an dieser Reihenfolge, dass ich dann sagen kann, okay, wenn wir so tun, als hätten diese Affen gerade die Sprache gelernt und könnten noch nichts aufschreiben und so, also sie haben nur Sprache, dann stellen sie sich schon mal anders auf. Sie stehen sich gegenüber, sie stehen im Kreis. Also es gibt dann Formationen von Gesellschaft, die wir uns vorstellen können. Sie sitzen ums Feuer herum und all diese Dinge, ne? Und dann kannst du sagen, okay, jetzt können sie die Schrift machen, jetzt können sie also
einen Schuldschein ausstellen und davonlaufen und dieser verdammte Schein bleibt hier, obwohl gar niemand mehr da ist, der sagt, du schuldest mir noch Geld oder diese Frau gehört mir und nicht dir und hananda. Ne? Also dann können wir dann diese Fantasien machen. Und dann so, ich finde es, für mich ist es wirklich ein Spiel. Lierschoff ist jetzt nicht in den Kommentaren, aber Lierschoff hat gesagt, dein Spielzeug, du nutzt es wie ein Spielzeug. Und dann sage ich, ja, das gefällt mir eigentlich doch gut, ist eine Kinderei und Kinder sind für mich, das sind die Lebewesen, die am schnellsten und am geilsten lernen. Ja, absolut. Finde ich auch gut. Es kommt halt irgendwann der Punkt, wo Kinder fragen, wo die Spielregeln herkommen. Und das ist eben die Frage hier auch. Also du hast hier einmal 4 Kategorien in der horizontalen, du hast 3 in der vertikalen. Wo kommt das jetzt her und passt das gut zusammen? Passt 3 gut zu 4 und so weiter? Dirk Becker hat mir ja mal so eine Liste gesagt. Ich habe ihm versprochen, dass ich die nicht zeige. Irgendwo hat er sie in einem Mehrwert. Ja, dann mach's auch nicht. Mach ich ja nicht. Ah, okay. Aber er hat ja in seinen Studien, damals hat er es noch Tribal, Antik, Modern und Nächste genannt. Ne? Also er hat damit ja auch gespielt. Und dann macht er das genau, also dann kommt der Sinnüberschuss, Kulturform, Strukturform, Integrationsform, Reflexionsform, Negationsform und so weiter. Und dann spielt er das immer durch, dass er dann immer versucht. Also das finde ich schon sehr, sehr attraktiv. Da schreibt jemand was. Ja, genau. Magisch. Bashar, nimm doch eine neue Zeile. Hau das nach unten rein. Dann hast du hier Energie, oder nicht? Ich kann es dir noch, du hast es vielleicht gesehen, Bashar hat gesagt, wenn man die Tabelle von Stefan mit den jeweiligen Energieformen kombiniert, dann wird klar, wie die jeweilige Gesellschaft gearbeitet hat. Was sind jetzt die Energieformen? Ja, das wird spannend. Also da, ja, das finde ich jetzt aber eine gute Idee, wenn du da Körper reinschreibst, oder? Also da steht dem Mensch einfach der Körper zur Verfügung. Ja, das finde ich lustig. Also gut. Ja, aber nur nebenbei, ich meine, Körper ist der Fußabdruck dessen, was eigentlich die dritte Kategorie hier ist. Also eigentlich sprechen wir eher von Organismen, weil der Organismus ist das Prinzip, das den Körper herstellt. Und wenn wir über Systeme oder autopoetische Systeme sprechen, dann sprechen wir nicht über einen Körper, sondern über einen Organismus. Der Körper wird ja größtenteils ausgetauscht. Also das Körperliche, die Substanzen. Ja, wir sind ja, was weiß ich, in 7 Jahren ist 80% von uns nicht mehr das, was es vor 7 Jahren war. Der Körper ist der Fußabdruck des Organismus. Der Organismus wäre das autopoetische System. Was? Noch einmal, das ist schön. Der Körper? Der Körper ist der Fußabdruck des Organismus. Das, was wir sehen und anfassen, das ist nur der Fußabdruck des Prinzips, des Systems eben. Ja, und der zweite Satz war? Ich habe viele Sätze gesagt. Ja, okay, ich kann ja nachschauen. Es war Minute 37. Das ist ja das Geile. Ne? Absolut. Minute 37. Ja, also Bashar versucht hier etwas. Ne? Also, dass er dann sagt, er ordnet jetzt also hier Sprache der eigenen Energie, also diesem Körper, diesem Organismus, diesem zu und sagt dann Tiere und Wind, die Nutzung von Wasser, die Nutzung von Gefälle, die Nutzung von so, also dass man so weitergehen könnte. Dann hätten wir die 4 industriellen Revolutionen. Ne? Na gut, also, dann kannst du das ja mit ihm mal gesondert machen. Ja, genau. Also, ja, also wir sind am Netzwerkbegriff gewesen. Du hast von Big Data erzählt. Passt ja, eben als ein. Ja, passt denn das nicht jetzt hier dazu? Hier. Hier meint? In diesen 4. Medienwechsel. Sicherlich hat Big Data was mit Computer zu tun, ja. Im Unterschied zu Buchdruck? Also ist das nicht das, was wir heute verlangen, dass wir sagen, wir wollen die Tabellen des Statistischen Amtes von der Stadt Zürich nicht in Buchform bekommen, also jetzt ganz, ganz alltagspraktisch stimmt ja dieses Bild, sondern wir wollen es als eine offene Datenbank erhalten.
Ja, jetzt kommt der Begriff offen wieder rein. Das ist auch ein Dauerbrenner bei dir. Und frei, also diese Unterscheidung. Ich arbeite einfach sehr stark mit diesen, mit eben, ich sage dann halt Spencer Brown, aber ich habe Spencer Brown immer nur bis zum ersten Haken verstanden und dann schon beim Re-Entry. Ja, aber das geht ganz, ganz vielen so, glaube ich. Aber dann sage ich einfach, okay, open verstehe ich, ich will es offen haben, das, also dieses Five-Star von Tim Berners-Lee, oder? Ja, warum aber eigentlich? Also was ist dann da so viel besser? Das hast du gestern auch gezeigt, ja. Ja. Also ich meine, nimm jetzt im Zuge der aktuellen Krise wird ja viel auf Online-Lernen, also E-Learning oder so umgestellt. Ist das jetzt gut, weil es mehr Offenheit und Transparenz und Nachvollziehbarkeit bringt? Oder ich weiß es nicht, weil ich meine, dieses öffentliche Denken, was für die Frankfurter Schule zum Beispiel wichtig war, oder auch ganz, ganz pragmatisch einfach mal improvisieren oder pfuschen, gar im Unterricht zum Beispiel, in der Lehre, solche Sachen machst du dann nicht mehr. Und ich denke aber, dass das zu lernen, zu improvisieren, ad hoc mal was aus dem Ärmel zu schütteln, weil man nicht gut vorbereitet war, mal was wagen zum Beispiel, das sind alles Sachen, die wichtig sind und die sich auch vermitteln in der Lehre. Und solche Sachen werden im Prinzip jetzt neutralisiert, wenn das wirklich um sich greift, wenn das jetzt wirklich die Zukunft ist, dass wir quasi immer nur noch die Kamera im Kopf haben, die Kamera in der Vorbereitung immer schon mit einplanen, dann wirklich geschliffene Vorlesungen machen, dann geht eine ganze Dimension von Lehre verloren. Dann kann man das. Und das geht noch ein bisschen weiter. Die Kontrolle oder die Freiheit der Lehre ist insofern auch ein bisschen, lass uns sagen, sie lässt sich vielleicht leichter einschränken. Ich meine, hier vielleicht nicht so in Europa, im Moment ist das noch nicht so das große Thema, aber wir wissen das in den Vereinigten Staaten nicht. Da ist ja in vielen universitären Kontexten ist die Erwartung, dass im Unterricht oder in der gesamten Universität den Studenten eben so eine Komfortzone geschaffen wird. Und wenn man dann da irgendwie gegen Aspekte der Political Correctness verstößt in der Lehre, dann kann einem das wirklich den Kopf kosten. Und solche Sachen nachvollziehbar machen, oh, der hat Neger gesagt und das macht man nicht oder so, ja? Ja. Solche Sachen, wenn die Kamera läuft, lassen die sich ganz leicht nachvollziehen. Aber auch in komplexeren Geschichten, nicht? Ja. Im Moment kann ich in der Lehre mit einem Unterton meine politische Meinung oder was auch immer ich transportieren möchte, nach wie vor transportieren. Wenn ich weiß, die Kamera läuft, mache ich das noch? Ich weiß nicht. Kann gefährlich werden. Ach ja, natürlich. Also, deshalb falle ich ja in Panik, wenn ich solches Zeug sehe, oder? Also das geht. Ja, und da ist eben die Sache. Ich meine, ich bin überhaupt nicht gegen Transparenz. Allerdings, wenn sich Transparenz mit einer starken Moralität paart, wenn wir also nach wie vor eine sehr stratifizierende Gesellschaft sind, wenn wir nach wie vor eine Gesellschaft sind, in der wir immer zu wissen glauben, was wichtiger ist als das andere, ja, also wenn wir immer glauben, wer das sagt, dass es Leute geben muss, die das Sagen haben und die definieren, was ist wichtiger und was ist nicht wichtiger, wenn wir so eine Gesellschaft auf der einen Seite haben und zum anderen extreme Transparenz und Offenheit bei Mediennutzung und so weiter, dann haben wir ein Problem. Dann lässt sich alles durchmoralisieren. Also siehst du, aber das geht mir jetzt ganz ähnlich gestern mit Maren, wo ich dann sage, ja, aber verdammt nochmal, jetzt haben wir diese Häufchen gebildet. Oder, oder sagen wir es bei Dirk Becker mit seiner nächsten Gesellschaft. Ne? Also dieses Durchschnuckeln, dieses, also irgendein Thema sich aus dem Zauberhut nehmen und zu sagen, okay, jetzt schaue ich mal, wie sie Theater gespielt haben. Pam, 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 pam. Ne? Wie verändert sich? Dann nimmt der nächste, wie haben sie gewirtschaftet? Weil sie wurden ja immer tauschen. So. Chom, 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 chom. Oder Wissenschaft. Wie haben sie eigentlich Wissen gemacht? Chom, 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 chom. Also er spielt die ganze Zeit dieses Dings.
und zeigt ja, arbeitet ja gerade heraus, wie unterschiedlich man sehr ähnliche Sachen machen kann. Menschen müssen sich fortpflanzen, sie müssen sich ein Haus bauen, sie müssen sich so. Aber man kann es offenbar ganz, ganz unterschiedlich machen. Wir versuchen, Häufchen zu bilden. Aber warum mache ich das? Weil ich natürlich wissen will, worauf ich mich vorbereiten kann, worauf ich mich ausrichten kann in einer nächsten Gesellschaft. Also so habe ich es immer, so habe ich es verstanden. Und jetzt kommt eine etwas völlig andere Möglichkeit und dann wird es sofort traurig und gefährlich und so. Selbstverständlich, also deshalb falle ich ja in Panik, wenn ich das sehe, weil ich ja sehe, welche Gefahren da lauern. Aber es, ich sehe doch auch, warum notwendig wird, es zu ändern, oder? Also ich sage nur, es gibt eben auch diese andere Seite. Ich sage nicht, dass wir das nicht tun. Das ist aber das ist ja selbstverständlich. Das ist ja schon fast banal. Das wäre genau der. Nee, das wäre so gerade der Ding zu sagen, hey Leute, das wird Nachteile haben. Lasst uns überlegen, wie wir diese Nachteile... Ja, und deswegen ja meine Notiz, nicht? Ich meine, wenn wir die totale Transparenz haben, dann müssen wir mit Moral anders umgehen. Ja. Wenn es keine Schutzzonen mehr gibt, wenn es die Privatsphäre nicht mehr gibt, wenn es nicht Bereiche gibt, in denen ich mich wirklich intim austauschen kann oder freundschaftlich oder ja, wenn es diese Schutzräume nicht mehr gibt, dann müssen wir unseren Umgang mit Moral grundsätzlich überdenken. Absolut. Weil es sonst wirklich, dann ist man mit Foucault wahrscheinlich besser beraten als mit Luhmann, wenn es dieses moralische Decoupling nicht gibt. Absolut. Also ich meine, deshalb bin ich ja immer noch so an diese Wikimedia Foundation, weil ich wie den Eindruck habe, diese inklusionistischen Ziele, die wir dort haben formulieren können, dass wir sagen, wir brauchen eine informationelle Allmende, wo nicht exkludiert werden oder nicht ausgeschlossen werden darf, eine dissente Meinung ausgeschlossen werden darf, dass jede Perspektive sich einbringen kann. Genau eine solche Umgebung muss geschützt werden. Ne? Na gut, aber dann ist ja, also das erzeugen wir ja mittlerweile eigentlich schon, nicht? Also wir produzieren ja alle diese Big Data Lakes, um das so zu nennen, oder wir sind ja alle Datenspender, mehr oder weniger freiwillig gerade. Also ja, ich denke, Open Data löst ja noch nicht das Problem von, was mache ich mit den Data dann? Ja, überhaupt. Ja, also wie raffiniere ich das neue Öl zu etwas, mit dem ich dann was machen kann? Ne? Ja. Also dort sind für mich die Unterscheidung offen frei, oder nicht? Nein, der Punkt ist, selbst wenn die Daten offen sind, ich meine, wenn es einfach Big Data ist, dann ist es weißes Rauschen. Weil, worin besteht die Forderung oder worin besteht der sittliche Mehrwert, wenn ich offenen Zugang zu weißem Rauschen fordere? Wenn es zu komplex ist, wenn es eben Big Data ist, wenn es wirklich einfach zu viel ist, also ist ja definiert Big Data, nicht? Es muss extrem schnell sein, es muss überkomplex sein und so weiter. Was tue ich denn der Gesellschaft Gutes, wenn ich jetzt den Zugang zu weißem Rauschen freimache? Das ist ja noch keine Antwort. Ja gut, aber da hätte ich eben gesagt, da kommen ja dann die anderen sagen, also was ist das? Und man könnte umgekehrt fragen, ja, was ist die Alternative? Nein, ich bin nicht dagegen, bitte machen wir es frei, aber das ist einfach keine Lösung. Ja, aber das andere eben auch nicht, das ist ja das Interessante. Interessant ist doch, mit welchen Methoden raffiniere ich die Daten? Ja, genau. Mit welchen raffinierten Methoden? Ja, aber da ist doch dann, also ja, die Algorithmen, die Tools, die Programme, whatever, nicht? Ja. Aber dann bräuchten wir eben, das ist ja quasi auch der Titel von dem Buch, an dem ihr sitzt, dann braucht es eben Literacy. Ja. Dann müssen wir lesen können. Ich meine, wir haben unlängst eine Sonderausgabe zur digitalen Transformation der Sozialtheorie rausgebracht. Und die begann eben auch, oder der Gedanke, der da dominiert, ist eben auch, dass wir im Prinzip gerade wie Bauern im Mittelalter sind. Ja? Ja. Und wir gucken uns die Bibel an, aber wir können nicht lesen. Und wir gucken nur auf die Bilder und glauben, wir haben es verstanden. Ne? Sehr schön. Also, ja, das ist unsere Situation im Moment. Ja, genau.
Und insofern arbeite ich dann vielleicht mit diesem Open oder eben das, was jetzt Tim Berners-Lee hier sagt, also dass Open eigentlich diese Forderung ist. Wir wollen es also nicht closed haben, wir wollen es nicht esoterisch haben, wir wollen es nicht innerhalb der also vor allem, wenn es staatliche Leistungen sind, also das wird im Moment unter dem Hashtag ÖG verhandelt, also öffentliches Geld, öffentliches Gut. Also wenn es schon aus den Mitteln der Bevölkerung hergestellt ist, soll es auch der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Also wollen wir es open haben und nicht im Container von irgendeinem Staatsapparat oder einer Staatsverwaltung oder so etwas. Ja, aber, ne, aber das und dann ist das Entscheidende. Ja, also ich würde halt einfach sagen, im Moment glaube ich, also das finde ich natürlich extrem geil, wenn du das so fragst, weil ich dann höre, ja, für dich ist das schon selbstverständlich. Heutzutage ist nicht viel selbstverständlich, aber ich denke, zwischen dir und mir ist das selbstverständlich, ja. Ja, und ich denke jetzt also eben so, was Verwaltung angeht, das waren ja diese letzten 20 Jahre mit New Public Management und so. Also aber ich kenne es eben jetzt so ein bisschen, weil wir in Litauen haben wir ein Big Data Center an einer kleinen Universität, einer Privatuniversität. Und da hatten wir dann auch engen Kontakt mit der litauischen Regierung. Und die machen natürlich jetzt auch irgendein Open Data Ding. Das ist natürlich jetzt super cool gerade. Das muss man haben. Da werden die Datenbanken öffentlich gemacht. Zumindest die, die jetzt noch nicht so sensibel sind, vermutlich. Und ja, und dann? Was passiert denn dann jetzt? Ja, richtig. Also eben, also noch einmal, das geht extrem gut. Nein, wie gestern eben auch die Frage, die der Herr Wodak gestellt hat. Ich meine, also er hat angedeutet, dass das Entscheidende dann ja ist, dass man die Zeit haben muss, sich mit dem Raffinieren der Daten zu beschäftigen. Und man muss die Skills haben und das ja. Ja, aber das ist das Entscheidende. Ja, natürlich. Aber das war noch, also wir haben das natürlich in der Schweiz sehr intensiv durchdiskutieren können, leider nicht in dieser Tiefe, aber mit No Billag, also wo also am Kontext von öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, ne? Wo ich natürlich heute sagen würde, ja, warum braucht es 10.000 Mitarbeiter und 1 Milliarde im Jahr, um JAS-Sendungen zu übertragen. Was soll der Quatsch? Ne? Brauchst du überhaupt nicht. Was wir bräuchten ist, dass diese Daten offen sind, dass diese Daten frei zur Verfügung sind und dass dann eben diese Umgebung gestaltet werden kann, diese zu nutzen. Deshalb interessiert mich ja, was Heiko macht mit seinen Aufstellungsarbeiten oder Matthias Varga, Inga Sparr und so, dass wir dann sagen, okay, wir machen systemische Strukturaufstellungen in einem Meer von Daten, beginne ich meine Frage zu stellen und beginne in diesen Echoraum zu fragen, was teil, ja. Arbeitest du mit Strukturaufstellung? Machst du auch so Zeugs? Ja. Ich kenne die Grundkonzepte ganz gut, ja. Also gut, aber wenn wir uns da einig sind, wir wollen Open Data, ich hätte sie gerne noch free. Nein, also stopp, ich meine, das ist jetzt nicht ein Button, den ich mir hier dran mache, ich habe aber gar nichts dagegen. Aber das ist nicht meine Mission oder so. Was ist deine Mission? Na gut, du bist in der Universität und ich würde natürlich sagen, ja, das ist halt so Dinosaurier, ne? Das sind Dickhäuter. Ich bin nicht an der Universität, ich bin an der Business School und die sind ziemlich agil. Das ist ein anderes Spiel, da kommt auch die Credibility aus einer anderen Ecke. Ja, das kommt nicht vom Staat bei uns. Aber dann musst du ein Produkt anbieten. Ich bin Teil von dem Produkt, ja. Ja, genau. Und Studierende, die zu dir kommen, bezahlen Geld. Also vielleicht nicht dir direkt, aber... Deswegen bin ich unglaublich frei. Ich muss keine Drittmittelanträge stellen zum Beispiel. Das heißt, Politik ja. kann mir nicht ins Büchlein, ins Hausaufgabenbüchlein schreiben, wozu ich zu forschen habe. Solange du genügend Geld machst, um diese Freiheit zu garantieren, oder? Also solange ich...
solange ich in hochrangigen Zeitschriften publiziere, ist es egal, was ich publiziere, ja. Also ich muss gut sein, gut wie definiert durch diese Journal Rankings, ja, und wenn das gegeben ist, dann bin ich frei. Da gibt es natürlich auch Selektionseffekte, aber ich würde nicht sagen, dass die größer sind. Ich würde nicht sagen, dass die größer sind, als wenn ich quasi der staatlichen Karotte hinterher rennen muss. Aber ich meine, wie gehst du denn mit Open Science um und so? Ist es für dich logischerweise kein Thema, oder? Inwiefern? Ach so, wenn möglich, publizieren wir gerne Open Access. Das ist natürlich interessant. Aber dann hast du diese Journals nicht, ne? Ah doch, doch, kannst du das ja kaufen, wenn du möchtest. Heißt Golden Open Access. Dann bezahlst du dafür, dass es für alle zugänglich ist. Ohne Paywall. Du bezahlst einfach mehr Geld dafür, ja. Also du bezahlst überhaupt Geld dafür. Im Moment ist es ja so, dass wir... Ja. Aber mein Gott, das ist jetzt einfach nur meine Arbeitsweise. Ich weiß nicht, inwieweit die zielführend besprochen werden kann hier. Ja, weil ich natürlich sagen würde, ja, das sind, also die habe ich ja in dieser Liste der Dickhäuter aufgezählt, weil ich sagen würde, ja, das ist doch aber einfach eine Ausformulierung diese funktionale Ausdifferenzierung, die dann in eine Stratifizierung reinführt. Aber die ist ja genau das Problem. Genau die wird doch eigentlich mit meinem Lieblings-Hyperlink, genau die wird doch unterlaufen, oder nicht? Die funktionale Differenzierung wird unterlaufen. Ich hoffe, durch, doch, oder nicht? Ja. Ehrlich gesagt, normalerweise bezeichnen wir das Unterlaufen der funktionalen Differenzierung mit Begriffen wie Korruption, oder? Und wir sind damit nicht sehr zufrieden, aus guten Gründen. Nicht, wenn die Netzwerke dafür sorgen, dass man sich Macht kaufen kann. Ja, das ist doch nicht schön. Also das ist jetzt ein moralisches Statement, aber so wird es ja behandelt. Ja, ja, genau. Und das versuchen wir ja auszuschalten. Also das ist zumindest das moderne Prinzip. Ja, dass es eben so nicht sein soll. Und dass es da Entrüstung gibt oder dass es da Gesetze gibt zum Beispiel, die dafür sorgen. Dann hast du so eine funktionale Triangulation quasi. Dann sorgen die Gesetze dafür, dass man sich Macht nicht kaufen kann. Und wenn solche Dinge jetzt unterlaufen werden und das die nächste Gesellschaft ist, dann... Ja, dann hat das Kosten. Ja, 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 ja. Also gut, deshalb gefällt mir natürlich, ich vermute, dass das sind, ich bin einfach nicht so schnell im Denken, aber ich gehe davon aus, dass mich deshalb dieses Wikipedia so fasziniert hat, damals in den ganz frühen Nullerjahren. Ne? Also wo ich meinen Computer an ein Netzwerk angeschlossen bekommen habe und jetzt neben meinem Blog plötzlich in eine gemeinschaftliche, gemeinsame, in ein gemeinsames Dokument geschrieben habe. Und niemand hat gefragt, wer ich bin, was ich kann, wie ich aussehe. Und dann entsteht dort eine, ich sage jetzt noch einmal, eine Allmende, ein Wissensbereich, der nicht so ist, wie ich es gerne gehabt hätte in meinem Blog. Aber mit Verlaub, ich meine, das ist jetzt auch wirklich, also es gibt auch andere Bilder von Wikipedia und es gibt ziemlich gute Insiderarbeiten auch von Wikipedia, die zeigen, was für eine Administration das ist. Bis hin zur Selbstbezeichnung der Leute. Also ich meine, und da reden wir nicht nur über die Deutsche, da reden wir auch über die englische Wikipedia, nicht? Und wir haben, einige von uns haben Erfahrungen mit dieser Behörde schon gemacht, nicht? Ja. Ich sehe da keine klassische Allmende, nicht? Das ist einfach das war es vielleicht vor, ich weiß nicht, du warst vielleicht am Anfang dabei, dann war das ja, klar. Offen, frei, aber heute neun. Ja, heute habe ich diesen Ban. Also in der Deutschsprache kann ich ja aktuell gar nicht mitarbeiten, weil sie mich rausgeworfen haben. Also ich kenne diese Administration natürlich relativ intim. Ja, eben. Ja, aber trotzdem, aber gut, also, ich könnte natürlich auch sagen, also ich könnte auch ganz grauslige Geschichten über die Universität erzählen.
Ich könnte ganz grauslige Geschichten über die Politik erzählen. Ich kann ganz grauslige Geschichten über die Wirtschaft erzählen. Ich kann, tust du aber nicht. Doch, natürlich. Deshalb will ich weg. Deshalb habe ich doch kein Problem, dass jetzt eine Next Society kommt, weil gerade die Probleme. Was steht denn noch auf unserer Liste? Warum willst du jetzt abhauen? Ich will gar nicht abhauen, Edine, aber... Das ist für mich eigentlich der zentrale Punkt. Schau mal, der Punkt ist, ich befürchte, dass es dir schwerfallen wird, in dieser Next Society zu landen, weil du ja schon weißt, wo du landen möchtest, und das ist was Altes. Sagst du ja selber. Woran erkennst du das Alte? Na, das hatten wir vorhin besprochen, dass du eben sehr stark auf diesen Netzwerkbegriff abstellst. Netzwerke lassen sich oder ließen sich schon sehr, sehr lange beobachten, für die das sehen wollten. Ich meine, es gab eine ganz starke Netzwerksoziologie, die fing an, bevor Computer, bevor Computer sich massenhaft verbreitet haben oder bevor Computer eben dieser Topos wurde, den wir uns jetzt zur Selbstbeobachtung der Gesellschaft auch auf die Platte ziehen. Also ich meine, das ist alles, das gibt es schon lange und das hat nicht zwingend immer was mit Computer zu tun oder mit einer Computergesellschaft. Bloß weil wir jetzt mit dem Internet arbeiten und bloß weil alle das ganz wichtig finden. Ja, das ist meine Rede. Also ich bin, wie gesagt, ich bin Sozialarbeiter. Also ich meine, die ganze sozialarbeiterische Tradition, Theorie treiben, das waren ja alles Frauen. Das war ja, konnte man ja damals, bis vor ein paar Jahren, konnte man ja das doch sagen. Also man hatte die Männerperspektive, die Ingenieure und man hatte die sozialarbeitenden Frauen. Ne? Und soziale Arbeit muss natürlich schon immer von Komplexität ausgehen, währenddem die Ingenieure ihren rationalen, linear-kausal-deterministischen Programme durchgezogen haben. Also das war schon immer diese gegenläufige Bewegung. Deshalb würde ich für mich jetzt auch sagen, ja, also Komplexität, die ist nicht aufgekommen, weil jetzt da diese Overkill von viel zu vielen Daten herum sind. Das hat für soziale Arbeit schon immer, das war schon immer, das ist kommunikative Realität, Information Overkill, ne? Ja, genau. Und dann geht es eben um die Frage, mit welchen Werkzeugen bearbeitet man quasi Komplexität, die natürlich dann ihre Eigenkomplexität haben und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt würde ich natürlich sagen, was wir erleben ist, wenn Politik in dieses Internet hinausgeht, wenn Wirtschaft in dieses Dings, dann haben wir diese disruptiven Elemente. Wenn wir Wissenschaft im Netz haben, kommt Open Science, all diese. Ich würde natürlich sagen, was wir aktuell erleben, ist der Zerfall dieser Dinosaurier, weil sie überschwemmt werden von dem, was wir jetzt halt eben Internet nennen, auch wenn das vielleicht ein falscher Netzwerkbegriff ist. Und deshalb finde ich es so attraktiv, diese Reihenfolge zu haben, weil wir dann eben diese Geschichten erzählen können von Aufklärung oder von der Reformation, wie die katholische Machtkirche mit diesem Buchdruck, mit Sinnüberschuss überschwemmt und überflutet. Überflutet sagt übrigens der Typ auch da von der UN. Antonio, also diese Überflutungsmetapher ist ja auch uralt in unserer Tradition. Ne? Die Welt geht unter, alles wird überschwemmt. Das sind Ja, das sind sehr alte Geschichten. Ja. Das sind sehr alte Geschichten. Ah, was haben wir auf unserer Liste? Was? Du hast mir das gar nicht erklärt, was du hier machst. Nein, kann ich ja. Kann ich. Was sind das für Bilder? Was ja, das hier sieht man einfach, wir haben ein bisschen Big Data Forschung gemacht und hier sieht man, wie wichtig, um es mal ganz einfach zu sagen, wie wichtig die Funktionssysteme im Zeitverlauf waren. Und Zeitverlauf meint 18. Jahrhundert bis, das Jahr 1800 bis Jahr 2000. Und du siehst halt, wie im 19. Jahrhundert hier noch ein also wie sich quasi Politik und Religion noch ein bisschen die Waage halten in Sachen Dominanz oder in Sachen Wichtigkeit in der Gesellschaft. Und wie dann eben, man sieht die Säkularisierung, ja, man hat oben die Beschriftung und man sieht, wie dieser
wie der religiöse Graf eben nach unten geht quasi. Also Religion ist, wo haben wir die, diesen? Ja, das ist der etwas hellere. Rosa, also der da eigentlich, ne? Kannst du das zeigen mit der Maus? Ich zeige da was, ja. Genau, das ist Religion. Also, da siehst du quasi Säkularisierung und du siehst auch so ein bisschen, wie die Weltkriege dann im 20. Jahrhundert, wie die Politik auch, also wie die sich im Politischen abbilden sozusagen. Ja. Ja, und man sieht eben, man sieht dann später auch, wie Wissenschaft nach oben kommt, nicht im Wettstreit der Systeme. Sputnik und so weiter, Raumfahrt, whatever. Man sieht da allerhand. Man sieht vor allem, und das haben wir für verschiedene Sprachräume gemacht, man sieht eigentlich, dass das 20. Jahrhundert halt ganz klar ein politisches Jahrhundert ist. Also das ist jetzt ein neuerer Artikel, wir haben das früher noch mit einfacheren Methoden gemacht, aber es zeigt sich immer wieder, dass das eigentlich, also dass das 20. Jahrhundert ein politisches Jahrhundert ist. Und momentan erleben wir, dass das vielleicht auch für das 21. Jahrhundert gilt. Was man nebenbei auch sieht, ist, dass Gesundheit kaum eine Rolle spielt, wenn man sich diese Daten anguckt. Oder stabil bleibt fast, ne? So. Ja, aber auch auf niedrigstem Niveau jetzt, wenn man das relativ zu den anderen Funktionssystemen bringt oder beobachtet. Und das zeigt sich auch so ein bisschen, ich meine, Stichwort hat die Gesundheit neulich ein verspätetes Funktionssystem genannt, ein verspätetes Funktionssystem. Okay. Und er hat auch diesen Begriff verspätet eben genommen. Der hat natürlich einen ganz besonderen Klang in Deutschland, weil das war ja auch eine verspätete Nation. Und dann ist sie durchgedreht, die verspätete Nation, ja, weil sie zu spät im Wettlauf der Reiche, der Kolonialreiche eben zu spät gestartet ist. Und also das hat so einen ganz, ganz starken Beigeschmack, dieses Wort verspätet. Und in dem Sinne könnte man gerade auch beobachten, dass wir jetzt vielleicht ein verspätetes Funktionssystem jetzt allzu, also sehr, sehr stark ins Zentrum rücken, oder es ist gerade sehr stark ins Zentrum gerückt mit der aktuellen Krise. Ja, und das wird eben von der Politik jetzt gestaged quasi, auf die Bühne gestellt. Auf eine sehr überraschende Art und Weise. Ja gut, also mich erinnert das natürlich, also ich weiß, wonach ich suche. Also es ist ja, also ihr sucht ja das in Büchern, oder? Das ist Google. Genau. Also ich sehe gerade, dass Bascher fragt, wie wurden diese Daten gesammelt? Die haben wir nicht selber gesammelt, das ist der Google Books Corpus, also das sind die Bücher der Welt sozusagen. Das ist so ziemlich der größte Korpus, den wir überhaupt haben. Das ist der? Ja, also das ist der Ngram Viewer, genau, also du hättest, das ist halt ein Gerät, mit dem du dir das angucken kannst, die okay. Worthäufigkeit, ja, von Büchern. Das ist alles, das sind die Bücher bis 2008 im Prinzip. Also es sind natürlich jetzt keine Zeitungen, da kann man dann auch natürlich vermuten, dass es in Zeitung und Internet anders aussehen würde, aber Internet hatten wir eben im Jahr 1830 noch nicht. Wenn wir also über große Trends sprechen wollen, dann brauchen wir auch die gesamte Bandbreite. Und das geht über Bücher. Ja, da kann man eben rumspielen. Ne? Da kannst du jetzt auch mal Habermas und Luhmann zum Beispiel eingeben, dann sieht man, wer wann populär war. Hier ist auch noch die Frage in den Comments, welche Sprachen. Es gibt das in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch auch. Damit haben wir jetzt nicht gearbeitet. Russisch. Es gibt es in ziemlich vielen Sprachen. Interessanterweise auch Hebräisch. Genau, da sieht man Habermas und Luhmann. Ist es so? Kommt mir bekannt vor. Ja, ich sehe es nicht ganz deutlich. Ja. Nicht, also interessant, dass es dann am Ende so einen Twist gibt. Ja, genau. Der gefällt was mir. Was hast du da eingegeben? Netzwerk und Umwelt. Und Netzwerk. Ja, da kann eben jeder. Ja, aber ich meine, aber so arbeiten wir halt im Moment auch mit Big Data, nicht? Wir haben da irgendwie unsere Interessen und dann legen wir da Graphen zusammen und dann entdecken wir da was. Das ist eben, das ist noch sehr, und das ist richtig Neuland. Ja, und wie siehst du, was du nicht siehst? Wie,
Also, weil eine Geschichte, die ich ja so spannend finde und immer wieder aufgelistet habe, ist ja, dass ich dann gesagt, das ist diese Geschichte hier, dass ich dann gesagt habe, plötzlich könnte auffallen, dass eben gerade nicht Politik, eben gerade nicht Wissenschaft, eben gerade nicht Universität, eben gerade nicht eben die ich jetzt die Käuter nenne, sondern dass ich sage, aha, das sind offene Schreibsysteme entstanden. Aber schau, ich sehe, wenn du jetzt Khan-Akademie nimmst oder so, ja, inwiefern ist denn das nicht Erziehung? Das ist einfach nur eine neue Strukturform innerhalb der Erziehung oder eine neue Organisation, nenn es wie du möchtest. Aber es ist doch einfach nur eine neue Art, Erziehung zu betreiben. Damit ist die funktionale Differenzierung in keinster Weise ausgehebelt. Sie verbindet sich nur mit neuen Möglichkeiten im Prinzip. Sie erschließt sich neuen Möglichkeiten. Ja gut, aber ich finde natürlich schon einen Unterschied. Also wenn das überlieferte Wissen Hochzeit feiert mit der elektronischen Maschine, wie das Umberto Eco, habe ich gerade gesehen, im Kapitel 64, finde ich saugeiler Satz. Die große Texte der Welt, das Jahr, in dem wir die Hochzeit des überlieferten Wissens mit der elektronischen Maschine feierten, finde ich saugeil. Also, das finde ich natürlich schon lustig, wenn jetzt die Khan Academy ganz am Anfang hat sie zum Beispiel die Mathematik in einer Baumform dargestellt. Und dann konntest du wirklich dem Kind sagen, aha, du hast jetzt am Freitag Prüfung, das ist ein authentischer Fall da aus meiner Gymnasiumszeit in der Klosterschule, in der Schulleitung. Und dann, ah, du hast jetzt am Freitag diese Prüfung, du musst das und das lernen. Und jetzt kann das Kind, der Jugendliche, kann jetzt also einfach schauen, was weiß ich noch nicht, dass ich zu diesem Ästchen komme, was ich jetzt am Freitag zeigen muss, was ich es kann. Also nochmal, ich möchte nicht sagen, dass es nicht Änderungen innerhalb der Pädagogik bewirken kann. Ja, dann wird es spielerischer, dann sprechen wir über Gamification oder wir sprechen über mehr Autonomie oder was auch immer, aber es bleibt doch Erziehung. Also ich Ja, meine, kann sein. die Erziehung 1970 war auch nicht die von 1870, nicht? Da war weniger Rohrstock und weniger alles Mögliche, weniger Kasernenhof und all das. Und dennoch war es Erziehung in beiden Fällen. Und nun Ja, haben wir die stell dir Erziehung. vor. Ja. Also ich meine, gerne, gerne, die neuen Medien, die verändern die Art, wie Erziehung betrieben hat, wird massiv. Sie ändern auch die Art und Weise oder das Gesicht eben oder die Form, in denen wir Enzyklopädien herstellen und konsumieren, all das, ja. Aber es bleibt auch da Massenmedien oder also wo auch immer du die Wikipedia gerne hinstellst. Also deshalb komme ich auf den Begriff der informationellen Allmende, dass ich sagen kann, also du kannst in dieses Wissensfeld hineingehen und du kannst als junger Mensch fragen, was mache ich gern, was mache ich gut. Und tut das auch den anderen noch gut? Das muss ja irgendwie noch zusammenpassen mit dem, wo ich da eingebettet bin, wie auch immer. Aber das könnte ja schon eine völlig andere Schule sein als jetzt einfach diese klassische Erziehung, wo wir die Kinder aufnehmen ab 4 Jahren und dann in Altersklassen durch alle das Gleiche oder Ja, nicht? da bin ich ganz bei dir. Der Punkt ist nur, das verlässt quasi nicht den Rahmen der funktionalen Differenzierung. Es bleibt Erziehung. Ist das Wenn so? wir ziemlich sicher. Gut, aber dann müssten wir Erziehung definieren. Also auf jeden Fall, Ja, es ist wenn eben du dann die. eines der Funktionssysteme. Das ist ja zumindest der Minimalkonsens, den wir haben, wenn wir uns auf Grundlage der Theorie sozialer Systeme unterhalten. Und Erziehung ist der Code, der funktioniert auch mit einem Code? Ja, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ich habe darüber Ja, geschrieben, klar. aber das war 2015. Ja, Ehrlich gesagt, genau. das Also eben. ist nicht mein Steckenpferd-System. Ich müsste nachgucken. Man kann das nachgucken.
Also ich sage jetzt nur, also auf jeden weiß Fall... Jemand von den, weiß es jemand von den Zuhörern? Ja, genau. Der Code. Wie sieht es mit Arbeit aus? Wie sieht es mit Arbeit aus? Kommt von der Seite, ich weiß nicht. Das ist ein alter Begriff aus dem 19. Jahrhundert. Mit dem arbeite ich nicht viel. Ja gut, ich interpretiere es jetzt so, dass ich, also, auf eben, also wenn wir die Schule haben, dann gebe ich also mein Kind in die Schule, ich gehe zur Arbeit, das Kind geht zur Schule und ist dann dort über 10 Jahre damit beschäftigt, wird beschäftigt in Altersstrukturen und wird da irgendwie fit gemacht für die Arbeit, wird gesagt. Und dann muss ich sagen, ja, also das Kind hat aber völlig unterschiedliche Talente wie das andere. Das könnte, hat ja jetzt die ersten paar Lebensmonate und Jahre auch intensivst gelernt. Das könnte ja sich völlig weiter entwickeln. Mhm. Und wenn Arbeit entkoppelt wird, also Erwerbsarbeit entkoppelt wird von sozialer Sicherheit und ich um Geld nicht arbeiten muss, dann verschiebt sich das noch einmal, dann mache ich vielleicht völlig andere Dinge, als ich jetzt als Arbeit mache, etc. Also man kann sich da schon völlig andere, hey, das wäre doch für mich die Erwartung, dass ich sage, das kann alles völlig anders organisiert werden. Und vielleicht ist es ja schon ganz anders organisiert, was? Weil wir gar nicht in diesen dickhäuteren Geschichten von Politik, Wirtschaft. Oh. Aber also nein, nach wie vor, du vermischt auch da, auch gestern war das mein Eindruck. Nanu? Ja, ich höre dich gut. Ah nee, okay. Ja, ich hatte irgendwie andere Message da drin. Genau, nein, irgendwie ist mir nicht ganz klar, manchmal nimmst du den Dickhäuter-Begriff für die Funktionssysteme und manchmal scheinst du auf Organisationen abzuzielen, nicht? Also und auf den Unterschied wurde auch gestern schon hingewiesen, mhm, und der ist richtig. Natürlich können sich Organisationsformen ändern, nicht? Die Schule des 20. Jahrhunderts kann eine andere sein als die des 19. oder des 21. Jahrhunderts. Ja, und da können Verbreitungsmedien eine Rolle spielen, dass ja quasi die Buchschule eine andere ist als die Internetschule. Das möchten wir meinen. Aber gleichwohl ist eben die Referenz auf das Erziehungssystem dieselbe, wenn wir über Schule reden, erstmal. Also nochmal präziser gesagt. Ja. Funktionssysteme und Organisationen, das sind zwei Paar Stiefel. Und ich denke, dass wenn du über Dickhäuter sprichst, dann sollten wir den Begriff eher für die Organisationen verwenden, für eine bestimmte Art von Organisation, mhm, in denen Hierarchie eine Rolle spielt, in denen verkrustete Strukturen beobachtet werden können, wenn man das möchte und so weiter und so fort. Ja. Wohingegen jetzt die Funktionssysteme, da jetzt Verkrustungen verstehen zu wollen, das glaube ich nicht. Die sind sehr hochdynamisch, nicht? Und sehr, sehr plastisch. Also damit kann man unglaublich viel machen. Und da kann man auf unterschiedlichste Art und Weise anschließen. Aber natürlich kann man so Sachen beobachten. Ich meine, das wurde jetzt gerade diskutiert wieder im Zuge der Krise, nicht, dass das Krankenhaus zu ökonomisiert sei. Ja. Aber das ist dann auch wieder nicht das Gesundheitssystem, was da ökonomisiert wird, sondern das sind konkrete Organisationen, die sich eben in den USA mehr als in Europa, aber insgesamt vielleicht sehr stark am Geldcode eben, also am Zahlen-, Nicht-Zahlen-Code, am Geldmedium orientieren müssen. Das kann man schon beobachten. Das kann sich auch wieder ändern. Es wird sich, zumindest das ist gerade politischer Wunsch, dass sich das ändert und vielleicht nicht nur politischer. Aber all das kann man beobachten, wenn man eben klar abstellt auf die Differenz zwischen Organisation und Funktion oder Funktionssystem. Also wenn wir das jetzt hier, warte mal, ich mache es doch mal hier rein. Also wenn wir das jetzt hier durchgehen bei Politik, wie trennen wir das jetzt? Politik von Organisation und Funktion? Wenn du hochgehst auf die Abbildung dieses Tortendiagramm. Oh ja. Ja, das ist ein Beispiel, sozusagen.
jetzt habe ich es. Genau. Und wenn wir uns das ein bisschen größer angucken, voilà, da haben wir einfach ein bisschen Forschung gemacht. Das ist so ein erster Versuch gewesen, mal ein Bild zu bekommen, welche Funktionssysteme sind für Regierungen interessant. Ja, und wir haben uns also da die Regierungen weltweit angeguckt. Und das ist jetzt die typische Regierung, also nicht der Welt, sondern das ist eine typische, das ist der Modalwert. Also das ist wirklich eine prototypische Regierung. Ja. Und was du siehst, ist eben, wenn wir uns die Regierung jetzt als eine Organisation vorstellen, dann sieht man, dass ungefähr ein Drittel der Aufmerksamkeit von Regierungen geht auf Politik. Das macht Sinn irgendwie. Wir erwarten ja von Regierungen als sogenannten politischen Organisationen einen starken Politikfokus. Die beschäftigen sich dann mit Fragen der inneren Sicherheit und was auch immer politisch relevant ist, nicht? Okay. Fast genauso stark ist allerdings das Interesse von Regierungen für wirtschaftliche Fragen. Wow. Ja, und das ist eigentlich nicht mehr so selbstverständlich, weil Regierungen ja eigentlich in unserem Alltagsverständnis jetzt keine Banken sind oder keine Fabriken, also keine Firmen. Ja? Aber das wichtigste nicht politische Funktionssystem von Regierungen weltweit ist die Wirtschaft. Und alles andere ist alles andere. Super, also und Education, das ist eben Law und so weiter. Ich meine, wenn hier in dem Artikel ist das Feature ist quasi, dass wir uns die deutsche Situation angucken und dann eben sehen, dass es 4 oder 5 oder 6, je nachdem wie man rechnet, wirtschaftsorientierte Ministerien gibt in der Regierung. Aber es gibt eben nur eines für Gesundheit und es gibt eines für Bildung und Erziehung. Ja, und dann könnte man ja fragen, hey, ist Erziehung wirklich nur 10-mal, also andersrum, ist Wirtschaft wirklich 10-mal wichtiger als Erziehung, 10-mal wichtiger als Wissenschaft? Eigentlich ja nicht. Nein, ja. Also zumindest, wenn man den Sonntagsreden glaubt, ist ja eigentlich Forschung und Erziehung, das sind ja die Grundlagen im Innovationswettbewerb und da wird ja eigentlich sehr viel, da werden sehr viele warme Worte für verwendet, nicht? Und da wird sehr stark darauf abgestellt, welche zentrale Rolle das in einem Land ohne Rohstoffe hat und so weiter und so fort. Aber die Hauptaufmerksamkeit der Regierung ist eben auf Fragen der Politik und auf Fragen der Wirtschaft. Und das ist eben ein Beispiel dafür, wie dass eine Organisation den einzelnen Funktionssystemen sehr unterschiedliches Gewicht verleihen kann oder sehr unterschiedliche Aufmerksamkeit schenken kann. Ja, ganz genau. Und ich denke, dass in Zukunft die Regierungen auf Gesundheitsfragen sensibler reagieren werden, als es vor der Krise eben war. Noch sensibler, das würde ja jetzt eben Herr Wodarg sagen, das ist ja fast sein Lebenswerk, ne? Dass er eben diese Kombination oder dieses Unterlaufen oder Korruption würde er vielleicht ja hier auch wieder sagen, oder? Zwischen Politik und Pharmaindustrie hinweist. Und in dem Sinne habe ich ihn gestern auch so verstanden, dass er eben auch da sich wirklich funktionale Differenzierung wünscht, nicht? Also dass die Grenzen der Funktionssysteme erhalten bleiben, nicht? Und dass es da eben nicht über Netzwerke oder andere Effekte da dass eben genau die Kernfunktion vom Gesundheitssystem die sein soll, Gesundheit herzustellen und nicht, also nein, von Gesundheitsorganisationen oder von Krankenhäusern. Er wünscht sich da eben, dass da die Gesundheit wieder mehr im Vordergrund steht und weniger das Geld. Und das eben auch in der Organisation, wieder eine Organisation wie der WHO. Was natürlich schwierig ist, wenn man sich die Finanzierungsstruktur der WHO anguckt, nicht? Wenn da 30% von Staaten kommen und 70% von Privatunternehmen. Ja. Dann gibt es da natürlich vielleicht auch Interessenkonflikte innerhalb der WHO. Ja, genau. Und wenn man dann da also diese Webbotschaft da anschaut, also da kriege ich Schübe. Ne? Also dieses. Ja, das ist heikel, nicht? Da. Also nee, das ist Panik, das ist nicht heikel. Ja, für mich löst es nicht das Gefühl von Unwohlsein aus, sondern von Panik, will ich sagen. Ich denke halt, dass es wichtig ist, im Moment, dass man
dass man sowas im Gedächtnis behält, dass man das wirklich speichert im wörtlichen Sinne. Ja. Ich denke nicht, dass man im Kontext von der Massenpanik, da stellt man sich vielleicht nicht in den Weg, wenn man hinterher beim Aufräumen und beim Wiederaufbau helfen möchte, dann muss man ja erstmal dahin kommen. Aber ich denke nicht, dass man vergessen sollte, was gerade passiert. Ja, mir ist das jetzt zu... Also noch einmal, da in diesem Gewusel würde ich natürlich eben sehen, dass diese Vorstellung von einer, um jetzt in den Schlagwörtern zu bleiben, dass eine andere Welt möglich ist, dass wir Ideen haben, schon sehr, sehr lange, seit Jahrzehnten Ideen haben, wie es auch ganz anders funktionieren könnte. Also zum Beispiel der Nationalstaat, der ja im Moment wieder unglaublich Auftrieb erhält, oder? Also das ist ja wieder das Riesending. Ja. Und da muss ich sagen, nee, aber das haben wir doch durchgenuckelt, das haben wir doch gesehen, das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen eigentlich eine ganz andere, da haben wir ganz andere Ideen. Föderale Strukturen, ja. Oder nicht? Ja, aber die werden ja im Moment in ein gewisses Licht gerückt. Auch die deutsche föderale Struktur in Zeiten der Krise ist ein Riesenpolitikum. Und da denkst du, dass da eine Chance drin ist, dass die durch diese Krise auch wieder Gewicht erhalten können? Nein, im Moment steht es eher zu befürchten, dass auch in Deutschland eine neu entfachte Liebe zu zentralistischem Denken entstanden ist. Ja, ganz aber ich meine, das sind einfach, im Moment halte ich das für müßig. Ich denke, im Moment im Panikmodus, da ist wenig sinnvolle Strukturarbeit möglich. Ja, ich bin eben gar nicht so sicher. Also gibt es nicht auch Beobachtungen, die wir machen können, die eben gerade in diesen... Ich darf ja nicht Ausnahmezustand sein. Was hat der Maren gegen den Begriff Ausnahmezustand? Bei uns ist das Krieg. Hier in Frankreich, ich bin ja gerade in Frankreich, hier ist das Krieg. Ausnahmezustand heißt Krieg? Nein, bei uns ist das kein Ausnahmezustand, wir sind im Krieg mit dem Virus. Würdest du sagen... Nein, ich sage das nicht. Ich sage, das ist die offizielle, das ist das, was der Präsident sagt. Wow. Der braucht wirklich diese Worte. Ah ja, aber der Präsident der USA hat das ja auch gebraucht, nicht? Da ist ja die Rede von Umstellung auf Kriegswirtschaft gewesen. Echt? Root out hate and harmful assert. Was hat er gesagt eigentlich? Ich weiß gar nicht. Es ist einfach. Also er hat ja Was hat er gesagt? Diese Gesundheitsmetapher hat er genommen, oder nicht? Misinformation. Ja, sowas in der Art, ja. Du musst das gar nicht suchen. Wenn du runterscrollst, dann hast du den Text, der Speech quasi, dann kannst du es lesen. Das geht schneller. Doch. Wenn du da jetzt Read More drückst. Oh mein Gott, ja, genau. Also das ist immer schneller als Reden. Ja, ich bin doch nie auf diesen Seiten. Aber das ist ja wirklich ein Hammertext. Also ich meine, da flippe ich echt aus. Nein Gott, erst mal speichern, nicht ausflippen, speichern. Speichern. In Zukunft brauchen. Aber noch einmal, Steffen, ich weiß nicht, wie haben wir es mit der Zeit, es ist halb eins. Wenn ich es brauchen will, brauche ich doch eine Orientierung, brauche ich doch eine woraufhin will ich es brauchen? Im Moment brauchen wir Gedächtnis. Das Wichtigste ist, dass das Gedächtnis nicht gelöscht wird. Es wird momentan so stark überschrieben, das ist mein Eindruck. Es werden so viele Geldgeschenke verteilt, die auch Gedächtnisarbeit leisten. Ich denke, dass es jetzt wichtig ist, wirklich zu dokumentieren und nicht zu vergessen. Keine moralischen Urteile, keine Bewertungen, das läuft gerade, das ist eine Panik. In der Panik geht es nicht um Moral. Da geht es einfach nur darum, dass man
sich merkt, was passiert ist und die Zukunft sich überlegt, wieso es nicht mehr passieren kann. Ja. Und ich rede da über die soziale Dimension. Ja, mir geht es recht wenig um die virale, biologische Dimension. Aber ich möchte dann immer, ich würde halt schon gerne handeln, weil dieser Wille zum Beobachten, ja, das, liegt dann auch. Das ist der Impuls, aber das ist ein sympathischer Impuls, aber ich denke nicht, dass er einer ist, der zu was führt. Der befriedigt vielleicht im Moment oder der baut eine Spannung ab, aber ob er sein Ziel erreicht, das halte ich für fraglich. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Dickhäuter, von welchen ich jetzt nicht mehr weiß, was ich damit meine, du bist so gemein, mache ich nur diese Gespräche, um danach keine Wörter mehr zu haben. Also ich finde halt diese Liste schon. Wie gesagt, wenn du da an Dickhäuter denkst bei dieser Liste, dann sollten das Institutionen oder Organisationen sein, nicht? Die Frage ist, ob ich mir diese nicht alle. Weißt du, wenn ich das natürlich eben so in dieser Tabelle haben könnte, dann könnte ich sagen, was war Politik vorher, ne? in dieser Schriftkultur? Was war Wirtschaft vor? Was war Wissenschaft vor? Was war Massenmedien vor? Also welche Funktion haben die? Ah ja, deshalb muss ich doch mit Funktionssystemen arbeiten, dass ich sage, okay, die Menschen wollen miteinander Dissens. Sie sind nicht einverstanden miteinander. Es gibt Machtprobleme. Ich denke, dass du einigermaßen flexibel sein kannst. Also das hat natürlich dann immer noch den Beigeschmack von Finalismus, also dieser Idee, dass man moderne Konzepte zurück in die Antike presst und da steht ein Risiko, aber damit kann man ja umgehen. Aber ich meine, wenn du dir den Pantheon anguckst, den Götterhimmel der Griechen oder so, da hast du ja auch schon so eine proto-funktionale Differenzierung. Ne? Da hast du Götter für die Wirtschaft und Götter für alles nebenher. Ja, also, sehr schön. Ja? Und in dem Sinne denke ich, dass natürlich, dass wenn man das beobachten möchte, man frühe Formen, Spuren oder was auch immer schon vorher findet. Nur, und das ist das entscheidende Argument, das war eben nicht das allentscheidende Prinzip, nicht das primäre Prinzip, nach dem sich diese Gesellschaft organisiert hat. Da ging es dann eben noch ganz stark um Segmente oder vielleicht auch um diese Zentrum-Peripherie-Diskussion, ja, wohne ich eben im Stadtstaat oder wohne ich irgendwo in der Countryside und bin einfach nur ein Farmer und whatever, nicht? Das waren entscheidende Fragen. Ja. Natürlich kann man, wenn man es möchte, das ist eine nette Übung, man kann Sparta und Athen vergleichen und kann finden, dass das halt Sparta so eine klassische politische Ökonomie war, nicht? Mit Betonung auf politisch, wo eben wirklich nur Kampf und die Ressourcen für den Kampf gezählt haben. Und also wurden sie auch wahrgenommen oder karikiert fast schon von den Athenern, wohingegen die Athener sich ja selber definiert haben als, ja, bei uns spielt Kultur eine ganz große Rolle. Und wenn man das dann auffächert, dann kommen eben Sachen wie, was weiß ich, Wissenschaft und Erziehung und Kunst, die eine ganz andere Rolle gespielt haben. Und wo eben das Ganze vielleicht nicht ganz so auf die politische Nützlichkeit hin stratifiziert war, wie in Sparta. Also solche Spiele kann man spielen, wenn man das möchte. Ja, genau. Aber es ist eben immer die Frage, zu welchem Zweck. Also, und ich hätte gesagt, es geht immer um den Zweck, eine nächste Spielform, eine nächste Ausformulierung, eine nächste Gewichtung. Also eben Dirk hat es ja dann mit diesem Satz gemacht, was ermutigt und entmutigt eine Gesellschaft, und dass man sich überlegen könnte, okay, wenn wir aus dieser Buchdruckgesellschaft oder Kultur kommen, welche sehr stark das Trennen und Teilen und Differenzieren bevorzugt und ermutigt hat, was würde eine solche nächste Gesellschaft, vielleicht ja gerade aus Abgrenzung zu dieser Vorgängergesellschaft, was würde die wohl ermutigen oder so etwas.
Ich glaube, mir geht es um Orientierung, sage ich mal so. Die Frage ist halt, wenn man den Computer jetzt als Entdeckung oder Prinzip des 20. Jahrhunderts beobachtet, dann braucht man vielleicht wirklich so diese Idee der Next Society. Aber andererseits ist ja die Grundideen von Computation oder von Computerdenken, die sind ja schon einige hundert Jahre alt, nicht? So ja. Leibniz, Bacon und so weiter. Ja. Vielleicht gehören eben funktionale Differenzierung moderner und Computer zusammen, nicht? Und vielleicht ist die Next Society die Society nach dem Computer. Ja, genau. Und von daher ist dieses ewige Rätsel, was verrät uns jetzt der Computer über die Next Society, ist vielleicht nicht die optimal gestellte Frage. Ja, also dieser Titel da oben, der schiebt sich ja auch immer wieder. Ne? Eben, das hat es ja bei, was habe ich gesagt, bei Becker hat es ja dann gleich Nächste genannt. Tribal, Antik, Modern, Nächste. Tribal, Antik und Mittelalter war dann Antik, oder? Also bei seiner Liste steht Tribal, Antik, Modern, Nächste. Mhm. Und bei Luhmann, Kapitel 2, ist es halt eben diese Sprache, Schrift, Buchdruck, elektronische Medien, heißt es dann hier. Mhm. Ja. Die Frage ist ja eher nicht, ob jetzt die Moderne und der Buchdruck zusammengehören oder der Computer und der Buchdruck. Ja, das finde ich auch. Also das wäre ja auch wieder Maren Lehmann, ne, mit allem Rechnen, mit Individualität drin, also dieses, also wie sie das zusammengesammelt hat, also das sehe ich auch so. Aber dann kommen wir noch zum Bumeritis. Dann, es sind ja immer die gleichen Geschichten. Die hat mir Heiko ja gezeigt, ne, Bumeritis. Mhm. Also diese Entwicklung in einen Universalismus hinein. Also zu sagen noch einmal das, was wir in Paradigmenwechsel immer wieder gesagt haben. Also dieses Verbundensein, alles mit allem ist verbunden. Und was wir ja jetzt eigentlich erleben, ne? Also im Moment hocke ich noch vor Computern und habe Gerätchen im Sack und so. Aber wir sehen ja schon, wie die bereits in den Hintergrund gehen und sich integrieren und verschwinden und völlig anders wieder auftauchen. Diese Übungen, die wir machen, den Bildschirm in der Brille zu haben oder solche mhm. Dinge. Ne? Also das ist ja absehbar. Aber auf jeden Fall wird deutlich, dass jetzt halt eben mitkommunizieren kann, was kommunizieren kann. Und das sind halt eben nicht nur Menschen, sondern auch ganz viele Dinge. Und Tabellen und Daten und deshalb ja die Faszination an Wikidata. Ne? Arbeitest du mit Wikidata? Nein. Naja, also dieses Open Free, das bleibt schon. Also gut. Ja. Was haben wir gemacht? Gibt es noch was Kurzes, was wir machen wollen? Ja, hast du noch? Ich frage dich. Jeremy Rifkin. Ja, genau, das wollen wir noch machen. Nein, ich frage dich, was hast du, ich habe dich am Anfang gar nicht gefragt, was ich habe diese Abbildung gebracht und ich denke, dass wir eben gerade im Moment beobachten, dass es diese Moden der funktionalen Differenzierung gibt. Mhm. Das ist also der Narrativ gerade. Lange wurde Gesundheit ignoriert, jetzt kommt sie mit Macht zurück. Das ist für mich interessant zu beobachten. Was ebenfalls interessant zu beobachten ist, ist, dass jetzt jeder so ein bisschen seine Agenda reinklingt. Nicht? Für viele ist ja die Wirtschaft das Problem hier. Ja. Die Netzwerke, die kapitalistischen Netzwerke, die Ökonomisierung des Gesundheitssystems, wie es im Kurzschluss heißt, oder eben die Ökonomisierung von Organisationen,
die eigentlich sich Gesundheitsaufgaben widmen sollten und so weiter und so fort. Was aber bei all dem wirklich immer ein bisschen ausgeblendet wird, ist, dass Politik seit dem 20. Jahrhundert eine extrem dominante Stellung in der Gesellschaft hat. Und ja, und Politik, aber das eigentlich nicht so stark thematisiert würde. Ich meine, klar, man spricht über das 20. Jahrhundert mitunter als total oder als Jahrhundert der totalitären Systeme und so weiter, aber das waren ja auch immer die anderen, nicht? Aber es scheint eben auch in einem Sprachraum wie dem Englischen, der jetzt ja breiter aufgestellt ist, wo man jetzt nicht nur über Russland spricht oder kommunistische totale Systeme oder so. Es scheint auch in dem Sprachraum Politik ein sehr starkes Gewicht zu haben. Ja, das politische, das ich als Political Correctness, das ich in verschiedensten Formen eben in der Gesellschaft bemerkbar macht und eben versucht, da ist kein Wille dahinter, aber das eben eine sehr starke Rolle spielt in Organisationen, in der Gesellschaft dann so, ja, wie man das Gesamtbild jetzt hier hat, in Sprachräumen. Mhm. Ja, das denke ich, sollte man nicht vergessen. Ja, ja, schön. Interessanterweise ist aber eben die offene, also problematisiert wird in der Regel nicht die Rolle der Politik, da ruft man und wünscht man sich in der Regel mehr. Interessanterweise, obwohl es ja schon das dominante System ist, ja, aber wann immer wir eine Krise haben oder was immer die aktuelle Mode ist, ja, man wünscht sich fast immer wieder mehr Politik. Das ist so der Tenor der ja, das ist ein Topos, der oft auftaucht, nicht? Und das, obwohl das schon das dominanteste System ist. Sehr beliebt ist eben, dass man despektierlich über Wirtschaft spricht und das scheint auch politisch interessant zu sein. Was eben ein bisschen, was die Daten immer noch zeigen, ist, dass Wissenschaft eine unglaublich hohe Rolle spielt und dass das sich vielleicht gar nicht so in der Prominenz, also dass diese Wichtigkeit oder diese Bedeutung der Wissenschaft, dass die sich nicht immer abbildet in politischen Entscheidungsprozessen und so weiter und so fort. Also das steigt auf Wissenschaft. Gut, ich hätte natürlich gesagt, eben das könnte man ja bei Wikipedia auch zeigen, dass der wissenschaftliche Workflow eigentlich dominant wird. Ne? Also das Explizieren des Impliziten und in der Genese dieses Wissens auch ganz transparent bleibt. Ne? Also um sich kritikfähig zu halten. Also da könnte man vielleicht sagen, dieses Arbeitsprinzip oder dieses Prinzip, Wissen zu generieren, Wissen zu schaffen, dass das eigentlich dominant geworden ist. Und wenn wir eben über Wissen schaffen oder Wissenschaften sprechen, dann kommen ja auch Theorien ins Spiel und in dem Fall Gesellschaftstheorien. Ja. Man sieht halt, wenn man jetzt sich die Daten anguckt, dass der Durkheim da tatsächlich schon zum Beispiel mit der Säkularisierung, das war ja so ein Hauptthema von Durkheim, da war er in touch with times, wie sagt man, er war auf Höhe der Zeit damals, ja. Man kriegt auch ein Gefühl dafür, dass vielleicht, wenn man sich die Daten anguckt, tatsächlich so diese Marxisten, dass das auch wirklich, da gibt es eine Korrespondenz zwischen den Daten, wo dann Wirtschaft wichtiger wird und politische Ökonomie, also Politik und Wirtschaft wichtig wären. Ja, das passt dann eben in die Zeit um die Jahrhundertwende, etwas davor, noch etwas deutlich bis danach. Und dann sieht man, wie so nach dem Weltkrieg eben Wissenschaft wichtig wird und da reagiert dann Sozialwissenschaft auch wieder, indem sie eben nicht den vulgären Marxismus mit Fokus auf Politik und Wirtschaft praktiziert, sondern dann kommt kritische Theorie ins Spiel, nicht? Dann kommt eben die rationale Vernunft, also dann kommen wissenschaftliche Kategorien plötzlich als Vermittlung zwischen dem politischen und dem wirtschaftlichen ganz stark ins Spiel und auch das korrespondiert wieder mit den Daten. Ne? Das ist schon interessant. Das zeigt aber halt dann auch, dass man von Theorien wahrscheinlich eben nicht erwarten kann, dass sie uns die Welt ein für alle Mal erklären, sondern ich meine, es ist bekannt, dass es Theoriemoden gibt. Weniger bekannt ist, dass diese Theoriemoden dann eben auch mit den Moden der funktionalen Differenzierung zu tun haben könnten. Nicht? Ja. Das ist zum Beispiel was wir uns in Zukunft mal genauer angucken wollen mit einem Team an Sozialtheoretikern und Sozialforschern. Sehr schön, ja, das finde ich eine spannende Frage, genau.
Ja, es ist halt insofern interessant, weil dann diese Grabenkämpfe nicht, ich bin Marxist, ich bin kritischer Theoretiker, ich bin Weber-Schüler und so weiter. Das relativiert sich dann ein bisschen, weil man dann halt sagt, das ist oder beobachten kann, dass es historisch kontingent ist. Also nicht nur im Sinne von, das hat irgendwann mal vor 100 Jahren einer gesagt, sondern das reflektierte eben dann auch gewisse Moden oder gewisse Problemlagen oder eben Bedeutungskonstellationen, Aufmerksamkeitskonstellationen der jeweiligen Zeit. Ja, genau. Erwartest du gar nicht, dass dieser freiere Zugang zu Informationen, zu größeren Umwälzungen kommt? Also ich meine, deine Grafik hier zeigt ja im Moment ja halt eben diese Zeit, wo diese Bücher halt eben auch schon da waren, oder? Ja, muss ja. Ich meine, ich kann ja jetzt nicht das ja, Internet. Eben, genau. Das Internet gibt mir keine Antwort darauf, was im 19. Jahrhundert war, in dem Sinne. Genau. Also wohlgemerkt ist natürlich die gesamte Forschung übers Internet gelaufen, weil wir haben ja Google Books, haben wir zu verdanken, dass wir sowas überhaupt tun können. Das heißt, das ist natürlich eine Online-Datenbank. Aber es ist natürlich eine Kopie dessen, was in den Büchern stattgefunden hat. Mit all den Biases, das ist nicht Zeitung hier, das ist Buch. Das ist Buch, ja. Klar. Ja, weil das Interessante ist eben hier, das hat mich lange fasziniert, ist eben, dass man den Kapitalismus so nicht sieht, wie man das erwartet. Nicht diese Grundideologie, es gibt ja im Großen und Ganzen nur zwei große Lager im Politischen, so möchte es manchmal scheinen, nämlich die Pro-Kapitalisten und die Antikapitalisten. Mhm. Also beides Kapitalisten de facto, weil immer das Problem der Wirtschaft im Zentrum steht, entweder als, ja, also die Wirtschaft eben als Allheilmittel, der freie Markt als Allheilmittel oder umgekehrt eben als Grundproblem des Ganzen. Und ja, das ist das dominante Muster, dann würde ich sagen, des 20. Jahrhunderts, und das ist auch noch sehr stark heute, diese Idee oder diese Grundfrage, muss Politik Wirtschaft kontrollieren oder kann die Wirtschaft frei laufen? Nicht, das ist ein Dauerbrenner. Ja. Aber es scheint eigentlich, die Daten legen eigentlich nahe, dass das andere, dass nicht wirtschaftliche Themen eigentlich in den Büchern zumindest wichtiger waren als die Wirtschaft selber. Ja, genau. Da ist dann die Frage, definieren wir eine Gesellschaft, in der Geld nur auf dritter oder vierter Position in der Wichtigkeit eben steht, ob das dann wirklich eine kapitalistische Gesellschaft ist oder warum nennen wir die dann nicht scientivistische Gesellschaft, wenn eigentlich Wissenschaft das Zweitwichtigste ist. Ja, genau. Also das könnte eben sein, dass das uralte, also vielleicht waren diese Fragen im 19. Jahrhundert wichtig oder in der ersten Hälfte des 20. Vielleicht waren die eben genau zwischen den beiden Weltkriegen wichtig, nicht? Weil da Kriegswirtschaft, das ist ja wieder ein Stichwort, aber vielleicht waren die eben wichtig, weil es darum ging, im politischen Wettbewerb, im Krieg eben, weil man da eben versucht hat, die Ressourcen bestmöglich auf das Kriegsziel, auf die politischen Ziele hin zu kaprizieren. Vielleicht war in der Zeit eben auch dann so eine politisch-ökonomische Linse ganz praktisch, auch theoretisch. Aber ich denke, das ist zur Beschreibung dessen, was nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, nicht mehr richtig. Erst da ist keine starke Korrespondenz mehr. Mhm, mh. So was kann man jetzt in der Tat eben beobachten. Und natürlich hast du da auch wieder recht. Und man kann sagen, ja, offene Daten, ja, die neuen Möglichkeiten mit Computer, Internet und so weiter, die verändern eben die Art und Weise, wie wir Theorie machen können. Ja, weil wir jetzt nicht mehr einfach nur gucken, was haben die anderen Leute in den alten Büchern gesagt, wer sind die klügsten Leute, wer sind die klügsten Autoren von alten Büchern. Ja, man kann raus aus dieser Tradition des Buchwissens und eben jetzt mit neuen Datensätzen vielleicht auch zu neuen Erkenntnissen kommen. Das ist möglich, aber es bleibt Wissenschaft. War mein Punkt vorhin. Ja. Es bleibt nach wie vor Wissenschaft, auch wenn wir jetzt Big Data Science machen. Ja. Günther kommt noch, ja. Was heißt das Ausgeschlossene, weist doch gerade auf seine Bedeutung hin. Weil du vorgesagt hast, glaube ich, dass in der Tabelle der Kapitalismus nicht auftaucht oder so etwas. Ja, das ist übrigens auch interessant, wenn ich diese Daten zeige, und das ist für mich das eigentliche Datum. Ne? Diese Big Data-Geschichte, die finde ich sehr spannend, damit kann man sehr viel machen, aber für mich ist das eigentliche Datum die Rückmeldung, die ich darauf bekomme.
wenn ich zum Beispiel zeige, mit diesen Big Data Grafiken, wenn ich zeige Säkularisierung, sagen alle, wow, cool, man kann mit Big Data Säkularisierung zeigen. Wenn ich zeige, wie Politik, ne, wenn ich zeige, wie Politik funktioniert, dann, und dass man da die Weltkriege sehen kann, sagen alle, boah, das ist eine gute Methode. Und dann sage ich, was aber fehlt, ist die übermächtige Bedeutung der Wirtschaft, die wir sehen müssten, damit wir vom Kapitalismus sprechen. Und dann fangen alle an und sagen, nee, da kann was nicht stimmen mit den Daten. Ja, also es scheint, als ob wir so gewöhnt sind an diesen, an diese Idee des Kapitalismus, an die Idee, dass Wirtschaft gefährlich ist oder besonders nützlich, also dass Wirtschaft zentral ist auf jeden Fall. Wir sind so gewöhnt an diese Idee, dass wir sie mit Klauen und Füßen verteidigen, Händen und Füßen, pardon, verteidigen wir die, weil wir offenbar, uns fehlt die Fantasie, unsere Gesellschaft ohne das vorzustellen. Das ist so ein bisschen für mich ein Takeaway von unserer Big Data Forschung. Ja, das ist sehr schön. Uns fehlt eine postkapitalistische Fantasie. Und ich sehe eben auch Leute, die es auf Degrowth abgehen und ja, oder Postwachstum und so weiter. Das ist ja auch nur wieder, also da bleibt die Wirtschaft nach wie vor im Fokus, nicht? Ja. Ich sehe halt das Problem dann wieder ganz stark, nicht? Wie schon im Sozialismus. Das muss kontrolliert werden, das muss in dem Fall reduziert werden. Aber wir kommen da nicht raus, ne? Es bleibt Wirtschaftsbeobachtung. Was wir aber vielleicht bräuchten, wäre mal eine Unbeobachtung von Wirtschaft und ein Fokus auf andere Funktionssysteme. Im Moment passiert das ja, ganz ungefragt. Im Moment beobachtet keiner mehr so richtig Wirtschaft. Im Moment beobachten alle eben dieses von Wissenschaft beobachtete Gesundheitsproblem. Herbeibeobachtete oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, dieses herbeigetestete, herbeibeobachtete Problem mit Gesundheit. Ja, ja, genau. Was heißt du nicht? Ah. Nee, das war vor... Okay. Ihr seht nur auf das, was vorkommt und nicht das, was nicht vorkommt. Naja, gut. Also gut. Ja. Ja, eben, aber das wäre ja vielleicht so etwas, also dass wir eine also wir müssen es jetzt ja noch mit Post-Bindestrich sagen, Kapitalismus, aber dass es eine Gesellschaft geben kann, die eben, also das würde ich jetzt eben so sozialarbeiterisch sagen, also diese Entkoppelung von sozialer Sicherheit, von Erwerbsarbeit, das ist ja wirklich sich inzwischen sehr einfach vorzustellen. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr... Das war noch vor wenigen Jahren, war das sehr schwierig zu sagen, was, die haben alle Geld in der Tasche und gehen nicht zur Arbeit, wie soll das denn gehen und so. Und auch in diesen Tagen wird das wieder sehr einfach vorstellbar. Ah ja, doch, könnte ja gehen. Die Banken machen es auch so, die drucken einfach Geld nach und dann haben sie wieder Geld, so. Also diese postkapitalistische Idee, die ist ja... Wir haben jetzt einfach noch keinen positiven Begriff. Aber der Punkt ist, das bringt dich ja jetzt noch nicht in die nächste Gesellschaft. Also das ist ja nur eine andere Spielart der funktionalen Differenzierung oder eine andere Gewichtung. Ja, aber wenn diese Entkoppelung natürlich gemacht würde von sozialer Sicherheit und Erwerbsarbeit, das wäre natürlich eine dramatische Umstellung, oder? Ja, manche sagen, das ist einfach nur eine neue Form, Sozialhilfe zu organisieren, nicht? Also einfach ohne Bedürftigkeitsprüfung, das kriegt man als Flatrate. Ja, genau. Das ersetzt die Sozialhilfe. Aber die Frage ist ja, was für ein Leben kann ich mit dem Grundeinkommen dann leben? Ja, das Grundeinkommen muss natürlich hoch sein, das ist ja klar. Das ist ja klar. Natürlich, sonst macht es keinen Spaß, das ist mir klar. Ja, selbstverständlich. Also und das ist ja dann auch wieder kompatibel zur Logik des Wirtschaftens. Also wir wollen ja einen Tesla kaufen und nicht einen Motorradroller oder sowas. Ne? Wir wollen ja was Schönes haben. Also mein Gott, ich bin grundsätzlich natürlich Optimist und ich glaube sehr stark an intrinsische Motivation von Menschen. Ja. Aber Grundeinkommen gehört auch nicht zu den Buttons, die ich mir hier ranhefte. Ja. Da, weder ein Thema noch irgendein Identifikationsbegriff für mich. Ja.
Kommst du ganz ohne solche Fantasien aus? Also, dass du denkst, wie würde ich mir eine gelingende Gesellschaft vorstellen? Ich habe die, aber ich denke, also wenn man, ich spiele natürlich auch eine Rolle und in dieser Rolle habe ich solche Fantasien nicht. Aber als Privatperson hättest du sie? Als Privatperson habe ich die. Und was ich natürlich auch mache, und so kann man mich auch beobachten, also ich arbeite sehr viel mit Programmen. Ja, ich sage, wenn man etwas erreichen möchte, dann kann man das tun. Wenn man zum Beispiel eine postkapitalistische Gesellschaft haben möchte, dann muss man einfach weniger auf Ökonomie gucken und so weiter. Dann muss man seine Fantasie trainieren und muss andere Funktionssysteme in den Mittelpunkt rücken. Was weiß ich, oder was auch immer, da hat jeder seins. Ja, also solche Sachen, solche Empfehlungen sozusagen, solche Algorithmen, an denen baue ich sehr gerne. Ja. Ich bin jetzt niemand, der sagt, wir müssen in die postkapitalistische Gesellschaft. Weil Maren hat ja gestern diesen Satz gesagt, dass er, ja, sie könne sich keinen Satz vorstellen. Wie sagte sie das? Welchen sie so verallgemeinern würde. Und dann würde ich sagen, das gehört zu den Aussagen, die ich teilen könnte. Ja, aber ich komme da nicht herum, also dass ich anderen zugestehen wollen würde, dass sie frei entscheiden können oder dass sie sich entfalten dürfen oder dass sie nicht unterdrückt werden oder dass sie ihre dissente Meinung zur Sprache bringen dürfen. Es ist ja nicht so einfach. Es geht ja nicht nur das Recht auf Äußerung oder so. Ich meine, wenn du jetzt dieses Grundeinkommen, um das Beispiel zu nehmen, wenn du das einführst, dann restrukturierst du ja die Möglichkeit, Gewinn zu machen zum Beispiel. Dann reorganisierst du die Art und Weise, wie Wirtschaft funktioniert, zu einem erheblichen Teil. Daraufhin hast du ja abgestellt. Das heißt, du schränkst auch die Möglichkeiten anderer Leute ein, sehr viel Geld zu verdienen, möglicherweise, nicht? Ja. Ja. Und dann ist eben deine moralische Präferenz für Grundeinkommen, die hat dann Effekte in der Wirtschaft. Und die schränkt dann eben auch, die schränkt dann gewisse Möglichkeiten anderer Leute ein. Das muss man beobachten. Ja, das möchtest du, aber das möchten nicht alle. Und ich muss das ja nicht zwingend mögen. Ja, also das führt zu einer erheblichen Entkopplung von Risiko und Gewinn zum Beispiel. Oder? Ja, klar, okay. Also gut, trotzdem, aber da würde ich jetzt halt doch durchgehen und sagen, also was da Heiko zusammengestellt hat mit Popper oder so, die offene Gesellschaft oder so, wo ich dann noch einmal sagen würde, ja, okay, aber es gibt halt jetzt doch ein paar Grundsätze, wo ich denke, die finde ich interessanter als andere. Ich brauche jetzt also nicht den Reichen die Möglichkeit zum Reichtum zu garantieren. Brauche ich jetzt eigentlich gerade nicht. Oder den Mächtigen muss ich jetzt auch nicht ihre Gesetze geben, wo sie... Es geht nicht darum, etwas zu garantieren. Es geht einfach um die Frage, ob etwas verunmöglicht wird. Ja. Ja, und wenn das eben ein Nebeneffekt von deiner wohlmeinenden Maßnahme ist. Ja, ich sage das nur als Beispiel. Das ist nicht... Ich predige hier nichts, aber es kann eben, du hast eine sehr wohlmeinende Absicht, du möchtest eben allen freie Entfaltung ermöglichen, du möchtest die Entkopplung oder du möchtest eben den Druck und Zwang zu arbeiten wegnehmen, damit Leute wirklich das tun können, was ihr Herz ihnen sagt oder wofür sie Talent haben, etc. All das möchtest du, aber das hat eben Seiteneffekte. Und die muss man im Auge behalten. Und in unserer professionellen Rolle, gerade als Systemtheoretiker, geben wir uns halt Mühe, eben auch diese Seiteneffekte mit zu beobachten. Und deswegen ist man auch etwas haltender mit moralischen Präferenzen oder mit der Äußerung von solchen. Ja, genau. Und dort komme ich dann als Sozialarbeiter natürlich rein. Eben wir kommen ja eigentlich aus dieser Perspektive von ich glaube, es heißt immer noch in den Satzungen, Menschen zu befreien oder so etwas, ne? Also von Unterdrückung, also mehr Möglichkeiten zuzulassen. Ich dachte, Arbeit an der beschädigten sozialen Adresse. Also ich packe das eigentlich immer ins Gesundheitssystem, nicht?
Im Prinzip hast du ja im Gesundheitssystem eben den Organismusfokus, das ist die klassische Medizin. Du hast einen Psychologiefokus oder Psychenfokus, die Psychologie. Und eigentlich sehe ich immer die soziale Arbeit als quasi ein Subsystem des Gesundheitssystems. Das ist nämlich die Arbeit an der kranken oder beschädigten sozialen Adresse, nicht? Da wird die Person fokussiert, nicht der Körper, nicht die Psyche. So. Ja, ich brauche ja fast den Satz, aber natürlich ganz anders hin. Deshalb brauche ich ja die biopsychosoziale Denkfigur, weil ich dann sage, ja, soziale Arbeit ist Arbeit am Sozialen, nicht an Körpern, nicht an Psyche. Ja, eben. Aber dann also, ist es nicht ein Subsystem, sondern dann ist es eigentlich schon fast eine Verallgemeinerung des wer macht dann Sozialarbeit nicht, könnte man dann sagen. Ne? Also dann ist eigentlich jedes, ja. Dann ist das ein Sozialarbeit. Nein. Also der Punkt hier. Nein, im Idealfall zumindest arbeitet der Professor ja nicht an der beschädigten sozialen Adresse, sondern er entwickelt eine eigentlich schon ganz gut etablierte soziale Adresse im Hinblick auf eine Karriere weiter. Das ist dann der Erziehungsaspekt von Professor, nicht? Also, dass ich eben sage, hey, du bist jetzt schon hier, du hast schon Abitur oder so, und jetzt schauen wir, dass du halt einen Master kriegst oder so. Oder vielleicht auch. Ja, ich meine, aber das ist ja, da ist kein Negativfokus, wie wir ihn ja aus der Gesundheit immer kennen. Ne? Du brauchst erstmal die Diagnose, den Case, das Problem. Ja. Und das braucht der Mediziner, das braucht der Psychologe und das braucht der Sozialarbeiter. Deswegen, auch das ist für mich ein Zeichen, dass die drei eigentlich zusammengehören und eigentlich quasi in so ein Funktionssystem Hilfe integriert werden müssen, was dieses Gesundheitssystemkonzept ersetzt. Ja, ich denke, das sind einfach drei Dimensionen eben entlang deiner Figur. Ja. Ich denke halt, wenn man diesen negativen, den Case, den Problemfokus hat, dann kann man das subdifferenzieren nach Körper oder, wie du sagst, oder Organismus, dann nach Psyche, dann nach dem Sozialen. Und dann hast du eben die drei Subsysteme, das Hilfssystem sozusagen. Ja, also gut, das würde ich aber ganz sicher nicht so machen wollen. Weil also diese also von Hilfe auszugehen, von Beschädigung auszugehen und so, das würde ich dann eigentlich schon innerhalb des sozialen Systems als eine... Ich meine, du bist ein sehr, sehr spezieller Fall von einem Sozialarbeiter. Aber ich denke, die allermeisten werden ja erst aktiv, wenn eine diagnostizierte Beschädigung vorliegt, also ein Defizit. Ich meine, die normale Sozialhilfe in der Regel, er geht von einer Problemlage, von einer Problemdefinition, von einem Defizit aus. Und erst dann wird sie tätig, um wieder Anschluss an die Gesellschaft, wieder Inklusion, whatever das Programm, nicht? Aber, und das hat sie eben gemein mit den anderen beiden, also mit der Medizin und der Psychologie. Ja gut, das stimmt. Ich komme natürlich aus dieser Silvia Staub-Bernasconi-Tradition heraus. Das kommt natürlich sehr stark, hat einen starken anarchistischen Grundbau, es beobachtet Machtthematiken und da würde man eigentlich nicht, also dann würden wir sagen, es kommt jemand zu dir ins Büro und sagt, mir geht es super gut, da kommt sie vielleicht nicht zu dir ins Büro, mir geht es super gut, aber sie wird ausgebeutet, sie wird unterdrückt und so, aber sie hat eine Psyche, die mit dieser Situation sehr gut umgehen kann, dann könnte das für mich als Sozialarbeiter auch ein Anlass sein, tätig zu werden, weil ich sehe, dass Bevölkerungsgruppen aufgrund von ihrer Herkunft oder weiß der gar was... Ja, Mensch, ja, und dann hast du eine soziale Problemlage. Genau, aber ich brauche keinen Körper, ich brauche keine Beschädigung, ich brauche eigentlich nur Beobachtung von Machtstrukturen, oder? Nein, du brauchst eine Beschädigung von der Persönlichkeitsdimension. Also die Person hat meinetwegen aufgrund ihrer Rassenzugehörigkeit oder aufgrund ihres Geschlechts oder was auch immer da der Auslöser ist, der Trigger, da hat die ein Defizit, da hat die ein Gleichberechtigungsproblem oder whatever, nicht? Und dann wird man aktiv als Sozialarbeiter. Aber es ist eben im Unterschied zu den anderen Funktionssystemen, wo du ja immer eigentlich eher eine Neigung zum Positivwert hast, ist es eben auch da, du brauchst, du hast eine Defizitbrille quasi. Nur dann wirst du aktiv, nur dann musst du helfen. Helfen muss man ja nur, wenn man, wenn, wenn,
wenn es da ein Problem gibt, nicht? Also Differenz würde mir gefallen, ja. Also es muss eine Spannung, es muss eine Spannung sein, es muss ein Unterschied generierbar sein. Ob es Defizit ist. Ja, genau. Hier, kommt der Begriff des Leidens ins Spiel bei den Chats nicht. Also irgendein Leidensdruck muss ja da sein, bevor jemand tätig wird, helfend. Ja, ansonsten ist es ja schon beleidigend, wenn man hilft. Also jemanden, der kein Leiden hat, der kein Defizit hat, zu helfen, das kommt nicht gut an. Ja gut, ich würde sowieso nicht helfen. Also ich bin ja Sozialarbeiter und nicht Sozialhelfer. Ja. Trotzdem hast du ja so ein emanzipatives Programm, nicht? Also und aktivierst da, egal wie hebammenmäßig. Es geht ja schon darum, den Weg zu einem Besser aufzuzeigen. Ja, und dafür, genau. Dafür muss es ja erstmal ein bisschen schlechter gewesen sein, als es sein könnte, nicht? Das ist ja die minimale Konstellation. Whatever, Mensch, wir sind bei 2 Stunden. Ich ja, denke, genau. Langsam. Es hat mich gefreut, dass das jetzt mal geklappt hat. Mich auch. Ganz auf meiner Seite. Ich sehe ja immer nur deine Fantasie. Du machst auch extrem schöne. Das gefällt mir ja immer da. Du hast sehr viel Kunst mit drin da. Alle deine Grafiken sind immer so geil. Machst du das? Nein, das mache ich aber nicht selber, nicht. Also die Zeit habe ich nicht. Ich suche mir einfach schöne Sachen und dann. Ich würde ja die Fotografen dann auch. Aber das zieht sich durch bei dir, so diese. Sehr viel Ästhetik bei dir, das gefällt mir extrem gut. Ja, ich möchte mir meine Seite natürlich gerne angucken, das ist klar. Ja, genau. Hey, Stefan. Ja, à la prochaine. Ne? À la prochaine, ja. Ciao. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Ciao. Bist du eigentlich am Meer? Man hört da die Möwen immer wieder. Bist du nah am Meer? Echt? Hört ihr das? Auf der anderen Seite des Hauses kann man aufs Meer gucken. Ah. Aber hey, wir dürfen nicht hin im Moment. Es ist hinter die Schuhe. Ja. Ist das so? Oui, das ist wirklich per präfekturalem Dekret ist das verboten, ans Meer zu gehen. Was könnte dort sein? Viele Menschen. Aha. Oh. Undisziplinierte Menschen. Oh Gott, ja, es ist Krieg. Es ist Krieg. Ey. Also, dann lass uns schauen, dass wir schön kriegswichtig bleiben, ja? Ja, genau. Also, bis bald. Ganz herzlichen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Mann. Ja, genau so könnte man es wenden. Das muss ich mir nochmal überlegen. Da trifft er schon einen Punkt, gell? Hey, vielen Dank. Ich muss verschwinden.